Seit 2 Tagen. Gut, ich glaube, wir legen los. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Namen der KZ-Gedenkstätte Dachau. Darf ich Sie willkommen heißen zur 2. Runde der Vorträge im Rahmen des Begleitprogramms zur Sonderausstellung Dachauer Prozesse, die gegenwärtig in unserem Sonderausstellungsraum gezeigt wird. Und ich darf ganz besonders begrüßen die beiden Vortragenden des heutigen Abends. Und zwar wird zunächst den Abend eröffnen Dr. Michael Löffelsender. Herr Löffelsender kommt zu uns von der Gedenkstätte Buchenwald. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuständig für die Kustodie zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des KZ Buchenwald. Er hat Geschichte und Germanistik studiert und seine Arbeitsschwerpunkte sind die Geschichte der Konzentrationslager generell, die Geschichte des Nationalsozialismus, speziell die Geschichte der NS-Konzentrationslager und darin auch die Geschichte der Justiz im Nationalsozialismus und der strafrechtlichen Aufarbeitung der Justiz nach 1945. Ein Teil dessen ist dann direkt ans Thema anschließend zum Verbrechenskomplex KZ Buchenwald, der uns im ersten Teil des Abends beschäftigen wird. Den zweiten Teil des Abends und den zweiten Vortrag im Anschluss wird dann Annette Dremel bestreiten. Sie ist stellvertretende Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora und leitet dort im Haus auch die Dokumentationsstelle. Sie hat Geschichte, Politikwissenschaften und öffentliches Recht studiert. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus und ebenfalls die Geschichte der Konzentrationslager. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Und dann haben wir nach den beiden Vorträgen, werden wir zunächst vorne auf dem Podium ins Gespräch kommen über Aspekte der Vorträge beziehungsweise auch der Anknüpfungspunkte zu unserer Ausstellung hier im Haus. Und im vierten Schritt würden wir dann sozusagen den Rahmen öffnen, dass dann auch Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen stellen können, Beiträge machen können. Dann würde ich sagen, starten wir mit Ihnen, Herr Löffelsend. Also, es tut sich jetzt nichts bei der PowerPoint. Gut, vielen Dank. Kleine technischen Hürden, die wir aber auch genommen haben. Schönen guten Abend auch von mir. Und vielen Dank, Herr Thonfeld, für die freundliche Begrüßung und überhaupt für die Einladung, für die Gelegenheit, heute im Rahmen der Vortragsreihe auch über den Dachauer Buchenwald-Prozess sprechen zu dürfen, der uns ja jetzt in der ersten rund halbe Stunde beschäftigen wird. Bevor wir zu einem nahen Thema gehen, zum Dora-Prozess und die Überschneidungen, auch historisch sind ja sehr, sehr auf der Hand liegen zwischen Buchenwald und Dora, Mittelbau Dora. Nun, that no Buchenwald may rise again, der Dachauer Buchenwald-Prozess. Am 11. April 1945 erreichten gegen 14.30 Uhr Panzer der 3. US Army das Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg vor den Toren der sogenannten Kulturstadt Weimar. Sie schlugen die noch verbliebenen SS-Truppen in die Flucht, bewaffnete Häftlinge des illegalen Lagerwiderstandes übernahmen daraufhin die Kontrolle des Lagers. 21.000 Männer und Jungen, teilweise noch Kinder, wurden an diesem Tag im Buchenwald befreit. Von außen und von innen, wie wir es heute in der Gedenkstätte Buchenwald nennen. Von außen durch die amerikanischen Truppen, von innen durch den Lagerwiderstand. Das ist eine vermittelnde Position, die wir hier einnehmen, um beide Beiträge zur Befreiung entsprechend zu würdigen. Das ist eine Reaktion auf diesen Topos der Selbstbefreiung, der die Befreiung Buchenwalds sehr lange in der Wahrnehmung bestimmt hat.
also Befreiung von außen und von innen an diesem 11. April 1945. Insgesamt waren zwischen 1937, Gründung Buchenwalds, und 1945 mehr als eine Viertelmillion Menschen in Buchenwald und seinen mehr als 130 Außenlagern inhaftiert gewesen. Rund 56.000 Personen hatten nicht überlebt. Auf den Tag genau 2 Jahre nach diesen historischen Geschehnissen auf dem Ettersberg, und dies war eine bewusste symbolische Setzung, eröffnete Brigadier General Emil Charles Kiel als vorsitzender Richter eines amerikanischen Militärgerichts hier in Dachau den Prozess gegen 31 Angeklagte wegen Verbrechen in jenem Konzentrationslager Buchenwald. Der Buchenwald-Prozess war der 5. und vorletzte KZ-Prozess in Dachau. Er war, wenn man auf die Anzahl der Angeklagten schaut, der größte und am breitesten international wahrgenommene Prozess wegen Verbrechen im KZ Buchenwald und seinen Außenlagern. Er endete nach etwas mehr als 4 Monaten am 14. August 1947 mit der Verkündung der Strafmaße. Es folgten 24 Nachfolgeprozesse, wie es ja Usus bei den Dachauer Prozessen waren, in denen weitere 31 Angeklagte vor Gericht gestellt wurden. Auf diese Nachfolgeprozesse möchte ich heute nicht schauen. Ich beschränke mich im Folgenden auf das Hauptverfahren, den sogenannten Buchenwald-Parent-Case. Geschichtswissenschaftlich ist dieser Buchenwald-Prozess bis dato lediglich partiell betrachtet worden, etwa in Bezug auf die Ahndung von Todesmarschverbrechen oder in Bezug mit Blick auf einzelne Angeklagte. Ich kann heute lediglich etwas an der Oberfläche dieses sehr komplexen Themas kratzen und einige Grundzüge des Prozesses vorstellen. Ich bitte also da schon mal um Nachsicht, aber wir können sicherlich vieles nachher in der Diskussion vertiefen. Und ich denke, es gibt sehr, sehr viele Ansätze für die Vertiefung. Ich möchte schlaglichtartig 3 Punkte beleuchten. Zum einen möchte ich auf die Vorbereitung des Prozesses schauen, die unmittelbar nach der Befreiung des Lagers einsetzte. An einem zweiten Punkt komme ich dann zum Prozess selber. Das wird der Schwerpunkt meiner Ausführungen sein. Es geht um die Frage, wer waren denn die Angeklagten? Welche Strategien verfolgten die Anklagebehörde und die Verteidigung? Welche Zeugen traten auf und welche Urteile wurden gefällt? In einem dritten Punkt werde ich dann sehr kursorisch und abschließend noch den Blick auf die Wahrnehmung des Prozesses werfen, die auch sehr einschlägig war, vor allem die Presseberichterstattung. Und nebenbei werde ich auch noch einige Bilder zeigen, die in die Zeit führen, also deswegen auch die PowerPoint. Nun zum ersten Punkt, die sogenannte Ermittlungssache Buchenwald, die Prozessvorbereitung. Im Buchenwald, oder genauer gesagt im befreiten Außenlager Ohrdruf des Konzentrationslager Buchenwald bei Gotha gelegen, wurden die amerikanischen Truppen Anfang April 1945 oder genauer gesagt am Abend des 4. April 1945 erstmals unmittelbar mit den Verbrechen in den Konzentrationslagern konfrontiert. In Ohrdruf und eine Woche später in Buchenwald, und gleiches gilt für Nordhausen, trafen sie erstmals auf Berge von Leichen und tausende ausgemergelte und sterbende Häftlinge. Die Dimension der KZ-Verbrechen, die bisher nur aus vereinzelten Berichten erahnt werden konnte, wurde nun zu einer schockierenden Gewissheit und konkret greifbar, wie später auch in Flossenbürg, in Dachau, in Mauthausen und an anderen Orten des Terrors. Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick, so die Worte von des damaligen Oberbefehlshabers der alliierten Streitkräfte in Europa, Dwight D. Eisenhower, nach seinem Besuch des befreiten Außenlagers in Ohrdruf. Der Name Ohrdruf und der damit verbundene Schock haben bis heute eine große erinnerungskulturelle Bedeutung in den USA in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, während hingegen in Deutschland der Name Ohrdruf weitgehend unbekannt ist. Und hier haben wir diesen Schockmoment, von dem Eisenhower sprach. Wir sehen Eisenhower hier in der Mitte in Ohrdruf am 12. April zusammen mit anderen amerikanischen Generälen bei einer Tatortbesichtigung, so könnte man sagen. Sie stehen hier vor einem Leichenrost. Das sind Eisenbahnschienen, die aufgetürmt wurden, wo die Leichname von ermordeten Häftlingen versucht wurden zu beseitigen. Also eine Beweisbeseitigungssituation, die wir hier haben mit Eisenhower. Der Schock und die Fassungslosigkeit angesichts der KZ-Verbrechen trugen dazu bei, dass das bis dato nur schleppend entwickelte US War Crime Program an Fahrt aufnahm.
Das befreite KZ Buchenwald wurde in den Wochen nach der Befreiung zu einem Ort, an dem die amerikanischen Befreier der Weltöffentlichkeit und freilich auch der deutschen Bevölkerung im Sinne der Re-Education die Beweise für das Ausmaß der KZ-Verbrechen beispielhaft vor Augen führten. Buchenwald wurde gleichsam zu einer Bühne und stand im Zentrum der amerikanischen und westeuropäischen Berichterstattung über die befreiten Konzentrationslager. Und kurze Zeit später kam ja auch Dachau hinzu und auch Bergen-Belsen vor allem. Delegationen besuchten das Lager, darunter Ende April 1945 auf Einladung Eisenhowers auch eine internationale Delegation der 1943 gegründeten United Nations War Crimes Commission, deren Aufgabe es war, Anzeigen über Kriegsverbrechen zu sammeln und entsprechende Kriegsverbrecherlisten zu führen. Wir sehen hier einen Teil der 13-köpfigen internationalen Delegation, die einen Rundgang durch das Lager vornahm. Und wir sehen hier auch als Guide einen Überlebenden, der hier gerade Erklärungen macht zum Keller des Krematoriums, einer der berüchtigsten Hinrichtungsräume im Konzentrationslager, wo mal hunderte Menschen erhängt wurden in diesem Keller des Krematoriums. Und sie durchliefen da einen festgelegten Rundweg durch das Lager. Und das Krematorium war immer eine feste Station bei diesem Rundweg als ein Tatort. Zu diesem Zeitpunkt, das war der 26. April 1948, also rund zwei Wochen nach der Befreiung, hatten bereits unterschiedliche amerikanische Ermittlungsteams in Buchenwald und an verschiedenen Außenlagerstandorten ihre Arbeit aufgenommen. Vier Maßnahmen erwiesen sich hierbei als zentral für die spätere Prozessvorbereitung. Zum einen das Sicherstellen von rund 3 Tonnen Dokumenten der SS-Lagerverwaltung. 3 Tonnen, das ist, glaube ich, der größte Fund gewesen im Vergleich zu anderen Lagern und auch für uns wird der große Quellenfundus, aus dem wir die Geschichte des KZ Buchenwald rekonstruieren können. Also 3 Tonnen zeitgenössische Dokumente und vor allem auch 3-dimensionale Beweismittel. Unter anderem präparierte, tätowierte Menschenhaut und 2 sogenannte Schrumpfköpfe, die in der Pathologie des Lagers hergestellt worden waren und später vor Gericht nicht nur in Dachau als Beweismittel dienten. Zweitens die engmaschige fotografische und filmische Dokumentation an diesem Tatort Buchenwald. Drittens die Sammlung von eidesstattlichen Zeugenaussagen. Insgesamt stellten sich im befreiten Lager Buchenwald 170 Überlebende aus 14 Nationen den amerikanischen Vernehmungsoffizieren zur Verfügung und berichteten über ihren Haftweg und konkrete Einzeltaten. Und hier sehen wir 4 dieser Zeugen. Diese eidesstattlichen Erklärungen waren relativ kurz, handschriftlich 1 bis maximal 4 Seiten. Und oben an diese handschriftlichen Dokumente wurde immer ein Foto des jeweiligen Zeugen angeheftet für die Identifikation. Und hier sehen wir 4 dieser Zeugen, die am 20. April 1945 ihre Aussagen machten mit ihrer jeweiligen Zeugennummer, die sie hier halten. Das ist zum einen Feliciano Escalona, der Spanier, der Belgier Georges Hebelang, Bela Neufeld aus Ungarn und der deutsche kommunistische Häftling Otto Halle. Und für alle 170 Zeugen, die dort befragt wurden, liegen diese Fotos mit den entsprechenden eidesstattlichen Erklärungen vor. Ein 4. Punkt, der wesentlich war für die Arbeit der Ermittler im befreiten Lager Buchenwald, war, dass im Auftrag der Psychological Warfare Division des Oberkommandos der alliierten Streitkräfte in Europa von US-Offizieren gemeinsam mit Überlebenden des Lagers ein rund 400-seitiger Bericht über die Verhältnisse in Buchenwald und über das System der Konzentrationslager entstand, direkt in den Tagen nach der Befreiung. Und dieser Bericht ist heute als Buchenwald-Report bekannt und auch entsprechend veröffentlicht. Das war eigentlich die erste systematische Gesamtübersicht über die Geschichte des Lagers und direkt in den Tagen nach der Befreiung entstanden. Und natürlich eine wesentliche Faktensammlung auch für die Ermittler im Rahmen der Prozessvorbereitung. Die Ermittlungen vor Ort in Buchenwald und Gleiches gilt für Mittelbau-Dora standen von Beginn an unter einem enormen Zeitdruck, der sich durchaus, und zwar, also zweifelsohne muss man sagen, auf die Qualität der Ermittlungsergebnisse auswirkte. Warum? Gemäß den Beschlüssen der Konferenz von Jalta mussten die amerikanischen Truppen Thüringen Ende Juni 1945 räumen, das von nun an Teil der sowjetischen Besatzungszone wurde. Das heißt, es blieben nur rund 2,5 Monate für die Vorortermittlungen, was bei einem unüberschaubaren Verbrechenskomplex sehr, sehr ambitioniert war. Vielleicht überambitioniert, vielleicht auch unmöglich. Darum
und um das eigene War Crimes Programm angesichts der beginnenden KZ-Prozesse in Dachau zu entlasten. Das fing ja im September 1945 hier in Dachau an, plante man auf amerikanischer Seite im Herbst 1945 den Buchenwald-Prozess wie auch das Mittelbau-Dora-Verfahren an die Sowjetunion abzugeben. 250 Beschuldigte mit Buchenwald-Bezug befanden sich zu dieser Zeit in amerikanischem Gewahrsam. Die Zahl der Zeugenaussagen war auf mehr als 400 angewachsen. Die Verhandlungen mit der sowjetischen Seite scheiterten jedoch im September 1946 nach ungefähr einem Jahr Verhandlungen endgültig. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Vielleicht können wir dann nachher noch in der Diskussion darauf eingehen. Aber die Quellen schweigen wirklich letztendlich darüber, warum die Sowjetunion darauf verzichtete, diese Prozesse zu übernehmen. Der Ball lag wieder bei den USA. Ansinnen aus Frankreich und Belgien, die ebenfalls Interesse daran hatten, diesen Prozess durchzuführen, weil sie sehr viele Opfer in Buchenwald zu beklagen hatten, lehnten die Amerikaner jetzt ab, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Ohnehin war ein Jahr verloren. Ein Jahr, in dem die Ermittlungen der USA nicht weitergeführt worden waren. Und dies war zentral. Zentral dabei war, dass potenzielle Zeugen in diesem Jahr verloren gegangen waren. Sie waren verschwunden, sie waren repatriiert worden, sie waren nicht mehr greifbar. Und das war ein großes Manko durch dieses verlorene Jahr der Ermittlungen. Im Dezember 1946 erging dann der Beschluss, den Buchenwald-Prozess schließlich in Dachau durch ein amerikanisches Militärgericht durchführen zu lassen. Anfang März 1947 wurde die Anklageschrift überreicht und kurz darauf das Richterkollegium ernannt. Das heißt, man hatte nur wenige Monate für die konkrete Prozessvorbereitung von Anfang 1947 bis Anfang April. Am Morgen des 11. April 1947, wir hörten es bereits, wurde der Prozess mit der offiziellen Bezeichnung United States of America versus Josias Prince zu Waldeck et Alii eröffnet. Das bringt mich zum nächsten Punkt, der Prozess. Wir sehen hier das achtköpfige Richterkollegium mit Emil Charles Skeed in der Mitte. Und von diesem Richterkollegium, das ist ja bei allen Dachauer Prozessen gewesen, musste nur ein Richter dabei sein mit juristischen Kenntnissen. Das war ja ein Charakteristikum dieser Militärgerichte. Also alle anderen waren Offiziere und mit entsprechenden militärischen Karrieren. Die hochgesteckten Erwartungen an den Prozess formulierte die Anklagebehörde vorab in einer Begleitbroschüre, die, glaube ich, auch als Exponat in der Ausstellung zu sehen ist. Neben der Ahndung der Verbrechen ging es um Erziehung und Abschreckung. Zwei Ziele, der sich das amerikanische War Crimes Programm generell verpflichtet sah. Der Prozess sollte dazu beitragen, ich zitiere, that the world may learn to respect the dignity of the common man, that no Buchenwald may rise again. Und da haben sie dann auch den Vortragstitel. Die 31 Angeklagten hatte man aus hunderten Verdächtigen ausgewählt. Sie seien, so die Anklage, die Arch-Criminals, die Hauptverbrecher von Buchenwald. Weitere Begründungen zur Auswahl der Angeklagten gab es nicht. Und gerade auf diesem Feld gibt es bis heute deshalb sehr viele offene Fragen. Man stellt sich natürlich immer die Frage, warum nur diese 31, wenn mehrere hundert in Gewahrsam gewesen waren. Aber diese Fragen bleiben offen. Sie wurden nicht beantwortet im Kontext der Anklage. Um wen handelt es sich nun bei diesen 31 Personen? Wir sehen hier ein Gruppenfoto vom Prozessauftaktstag. Angeklagt waren zunächst 26 Männer der Buchenwalder SS, zumeist Angehörige des bis zuletzt tätigen Kommandanturstabes des Lagers. Unter ihnen Hermann Pister, man sieht ihn hier ganz oben links von ihm, der Kopf ein wenig abgeschnitten, der ehemalige und letzte Lagerkommandant von Buchenwald, seit 1942 im Amt, sowie weitere Spitzen der unter ihm tätigen Lager-SS, wie der ehemalige Schutzhaftlarführer Schobert, der Verwaltungsleiter Barnewald, der Arbeitseinsatzführer Schwarz, Pisters Adjutant Schmidt, einige Lagerärzte, unter anderem Hans Eisele, der ja auch in Dachau schon verurteilt worden war wegen Verbrechen im KZ Dachau, einige Kommandoführer von Außenlagern und SS-Männer niedrigeren Ranges. Vielleicht auch noch ein Mann, der einen Dachau-Bezug hatte, das war Hans Meerbach, das war der Transportführer des sogenannten Todeszugs nach Dachau gewesen. Also dieser Räumungstransport, der sich über Wochen hinzog vom Buchenwald nach Dachau mit hunderten Toten hier in Dachau ankam, kurz vor der Befreiung des Konzentrationslager Buchenwald. Dieser Hans Meerbach stand auch
im Buchenwald-Prozess vor Gericht. Hinzu kamen drei ehemalige Funktionshäftlinge, Hans Wolf, der Lagerälteste des Außenlager Remsdorf im heutigen Sachsen-Anhalt gelegen, der Häftlingsarzt Edwin Katzenellenbogen, eine sehr mysteriöse Erscheinung, also muss man sagen, dazu werde ich nachher noch was sagen bei der Prozesswahrnehmung, sowie Arthur Dietsch, der ehemalige Kapo der Menschenversuchsstation in Buchenwald. Auch eine sehr interessante Figur und sein Schicksal wurde nachher die Vorlage für einen Roman von Ernst von Salomon, der sich diesem Schicksal angenommen hat. Also auch hochinteressante Personen, über die wir vielleicht nachher noch sprechen können. Drei weitere Angeklagte fielen aus dieser Gruppe etwas heraus. Zum einen Walter Wendt, ein Zivilist, Personalchef der Erler Maschinenwerke in Leipzig, bei denen ein Buchenwalder Außenlager bestanden hatte. Er war aber weniger wegen des Fakts des Außenlagers angeklagt, vielmehr deswegen, es ging darum im Prozess, dass es in diesem Außenlager zu einem Endphasenmassaker gekommen war. Kurz vor der Räumung des Lagers wurden da mehrere Dutzend kranke Häftlinge erschossen oder in eine Baracke getrieben und die Baracke wurde in Brand gesetzt. Und wer fliehen wollte, wurde erschossen. Und man versuchte da einen Zusammenhang mit Walter Wendt damit in Verbindung zu setzen. Zum anderen, Sie alle werden den Namen schon mal gehört haben, Ilse Koch, hier in der Mitte des Bildes in der mittleren Reihe zu sehen, die Ehefrau des ersten Buchenwalder Lagerkommandanten, des Vorgängers von Pista, von Karl Otto Koch, der von der SS unter anderem wegen Korruption zum Tode verurteilt und hingerichtet worden war. Kurz vor der Befreiung von Buchenwald war er in Buchenwald hingerichtet worden von der SS selbst. Zum Zeitpunkt des Prozesses war Ilse Koch schwanger, was für Schlagzeilen sorgte. Und dann zu guter Letzt, wir sehen ihn in der ersten Reihe hier vorne links, der ein wenig zur Seite schaut, Josias Fürst zu Waldeck und Pyrmont oder auch Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont. Der ehemalige höhere SS- und Polizeiführer des Wehrkreises Fulda-Werra, in dem Buchenwald gelegen hatte. Als ranghöchster Angeklagter wurde nach ihm der Prozess, wir hörten es, auch benannt. Was macht man diesen 31 Personen nun vor? Hinsichtlich der Anklage, wie auch der verfahrens- und materiellrechtlichen Grundlagen, zu denen viel zu sagen wäre, kann ich aber jetzt an dieser Stelle nicht tun, weil es sonst abendfüllend wäre. Hinsichtlich dieser Grundlagen bewegte man sich weitgehend im Rahmen, den die bisherigen KZ-Prozesse geschaffen hatten. Den Angeklagten wurden ganz allgemein Kriegsverbrechen vorgeworfen. Diese seien im Rahmen eines gemeinsamen Vorhabens des so umstrittenen Rechtsinstitutes Common Design begangen worden. Das heißt, es ging um den Vorwurf eines verbrecherischen gemeinschaftlichen Vorhabens, in diesem Falle den Betrieb eines Konzentrationslagers. Und der Betrieb dieses Konzentrationslagers hätte einzig das Ziel verfolgt, Häftlinge zu töten, zu missbrauchen, zu foltern etc. Der Vorwurf der Kriegsverbrechen zog die Grenzen, innerhalb derer sich der Prozess inhaltlich bewegte. Zum einen konnten nur Verbrechen geahndet werden, die in die Kriegszeit fielen, das heißt 1.9.39 bis 8.5.45. Im Vergleich zu den vorhergehenden KZ-Prozessen war das schon eine deutliche Ausweitung, denn da war es nur von Ende 41, also Kriegseintritt der USA, bis 8. Mai möglich gewesen zu verhandeln. Und im Buchenwald wurde das auf den Kriegseintritt, auf den Kriegsbeginn 1.9.39 ausgeweitet. Also es konnten sehr viel mehr Inhalte der Lagergeschichte verhandelt werden vor Gericht. Und dennoch hatte es die Konsequenz, dass die zweijährige Vorgeschichte, die Vorkriegsvorgeschichte Buchenwalds oder die Vorkriegsgeschichte Buchenwalds mit über 1.000 toten Häftlingen keine Rolle spielte. Und ebenso auch die erschreckende Geschichte des sogenannten Pogrom-Sonderlagers von 38, 39, um nur ein Beispiel zu nennen, von markanten Ereignissen, die keine Rolle spielen konnten. Das spielte keine Rolle, weil es eben vor dem 1.9.39 geschehen war. Zum anderen konnten durch den Vorwurf der Kriegsverbrechen lediglich Verbrechen an nichtdeutschen Häftlingen sanktioniert werden. Das war aber auch schon wieder eine Ausweitung im Vergleich zu den anderen KZ-Prozessen, wo es vor allem die Alliierten, also die kriegsführenden Parteien gewesen waren, also Menschen von diesen Nationen, die hier relevant spielen. Das wird jetzt ausgeweitet auf alle nichtdeutschen Häftlinge. Und dies führte aber zu Kritik von Überlebenden, von deutschen Überlebenden, zum Beispiel von Josef Ackermann, dem Dachau-Überlebenden, dem Buchenwald- und Mittelbau-Dora-Überlebenden, der die Vorstellung als grotesk bezeichnete, dass nachweisliche Mörder nicht belangt werden könnten,
nur weil ihre Opfer Deutsche gewesen waren. Das konnte er nicht einsehen. Lediglich in der erwähnten Begleitbroschüre wurden einige individuelle Tatvorwürfe benannt, wenn auch sehr schablonenhaft. So warf man Josias zu Waldeck und Pyrmont etwa eine Verantwortlichkeit für die Todesmärsche aus dem Hauptlager vor oder Ilse Koch die, Zitat, sadistische Praxis, sie habe aus der Haut von ermordeten Handschuhe, Fotoalben oder Lampenschirme anfertigen lassen. Der Prozess begann. Nach einigen juristischen Scharmützeln um die Zuständigkeit des Gerichts, die alle abgelehnt wurden, mit der Beweisaufnahme durch die Anklage. Diese nahm rund einen Monat in Anspruch. Als Chefankläger fungierte der seinerzeit 34-jährige William Denson, der diese Rolle auch schon in den Hauptverfahren zu den KZ Dachau, Mauthausen und Flossenbürg eingenommen hat. Wir sehen Denson hier stehend mit seinen beiden Mitarbeitern Robert Kunzig und Solomon Surowitz im Verfahren. Im Vergleich zu anderen KZ-Prozessen fiel das Eröffnungsplädoyer der Anklage sehr kurz und geradezu floskelhaft aus. Und wie ich vorhin lernte, war das eher untypisch für William Denson, der sonst in den anderen Prozessen sehr weit ausholte, auch rhetorisch stark formulierte. Lediglich ganz am Ende dieses Plädoyers verließ Denson das Feld der formaljuristischen Argumentation, indem er etwas pathetisch zugespitzt ausführte, ich zitiere, "The tortured souls of literally thousands of the victims who were in Buchenwald demand justice. And justice in this case can only be satisfied by the hangman's noose." By the hangman's noose. Gerechtigkeit nur durch die Schlinge des Henkers. Die Forderung nach der Todesstrafe stand somit bereits am ersten Prozesstag im Raume. Die Beweisführung erfolgte wie in allen KZ-Prozessen in Dachau zweistufig. Erstens ging es darum, zu belegen, dass der Betrieb des KZ Buchenwald im Sinne des Common Design verbrecherisch war. Zweitens galt es, die Rolle der einzelnen Angeklagten in diesem verbrecherischen Betrieb zu belegen. Es ging also die konkreten Verantwortlichkeiten in diesem Betrieb des Lagers und um Einzeltaten, also Exzesstaten, die auch herausgearbeitet wurden im Rahmen der Beweisführung. Den Kern der Beweisführung bildeten die Belastungszeugen. Die Anklage rief 73 Männer und eine Frau in den Zeugenstand, darunter 56 ehemalige Häftlinge. Weibliche Überlebende spielten keine Rolle, denn die über 20 Buchenwalder Frauenaußenlager blieben im Prozess komplett außen vor. Das spielte keine Rolle. Damit blieben auch über 27.000 Frauen, die in diesen Frauenaußenlagern gelitten hatten, komplett außen vor. 21 deutsche Überlebende bildeten die größte Gruppe unter den Belastungszeugen, gefolgt von 15 Franzosen, 11 Tschechen und 9 weiteren nationalen Gruppen. Eine der größten Häftlingsgruppen im Lager, die sowjetischen Häftlinge, waren hingegen überhaupt nicht repräsentiert. Und die 6 polnischen Zeugen waren nicht aus Polen angereist, sondern lebten als Displaced Persons in bayerischen DP-Camps, gar nicht weit hier von Dachau entfernt. Der aufziehende eiserne Vorhang machte sich somit bei der Zeugenauswahl bemerkbar, was auch wiederholt Thema im Prozess war, wenn die Rede davon war, ich hätte hier noch Zeugen, aber diese Zeugen leben in der sowjetischen Einflusszone und können deswegen nicht vor Gericht erscheinen. Bezeichnend war, dass 20 der 21 deutschen Überlebenden aus den Westzonen kamen. Also auch da aus der SPZ nur einer. 14 der Männer waren Holocaust-Überlebende, während fast alle anderen im Lager den roten Winkel der politischen Häftlinge getragen hatten. Viele von ihnen waren Funktionshäftlinge gewesen, auffallend viele im Bereich des Häftlingskrankenbaus. Aufgrund ihrer Position im Lager waren sie auskunftsfähiger als andere ehemalige Häftlinge. Und viele traten auch in anderen Prozessen, vor allem in den Nürnberger Nachfolgeprozessen, den Ärzteprozess vor allem, als Zeugen auf. Repräsentativ in diesem Sinne war vor allem Eugen Kogon, der Name wird den meisten von Ihnen geläufig sein, der Hauptbelastungszeuge der Anklage, ihr Star-Witness, so der amerikanische Publizist John J. Dunphy. Wir sehen hier Eugen Kogon im Zeugenstand am 16. April, also eigentlich am Anfang der Beweisführung. Kogons Auftritt in Dachau unterschied sich von dem der anderen Zeugen. Während diese zumeist sehr kurz und konkret zu bestimmten Angeklagten befragt wurden, war es Kogons Rolle, ein facettenreiches Gesamtbild der Verhältnisse im Lager in den Kriegsjahren zu zeichnen
Und das war eben wesentlich für die Anklage, dieses Common Design, ein Gesamtbild zu dieses verbrecherischen Betriebs zu bekommen. Und hierfür war Kogon prädestiniert. Der promovierte Soziologe und Ökonom war von 1939 bis zur Befreiung politischer Häftlinge im Buchenwald gewesen. Als zeitweiliger Schreiber des SS-Arztes Ding Schuler, Leiter auch der Menschenversuchsstation, hatte er eine privilegierte Stellung innegehabt. Bereits im befreiten Lager hatte er für die Amerikaner gearbeitet. Er war einer der Hauptverfasser des bereits erwähnten Buchenwald-Reports. Und eben diese Arbeit am Buchenwald-Report bildete die Basis für sein 1946 erschienenes Standardwerk Der SS-Staat, das System der deutschen Konzentrationslager. Sie alle werden es kennen. Und es war auch eine ständige Referenz in diesem Prozess, wo immer wieder gesagt wurde, aber Kogon schreibt ja in seinem Buch. Das ist also so ein geflügeltes Wort gewesen. Und die Angeklagten hatten teilweise auch das Buch gelesen, wie sie zugaben. Im Nürnberger Ärzteprozess sowie im dortigen WVHA-Prozess trat Kogon ebenfalls als Zeuge der Anklage auf. Er wechselte auch immer zwischen Nürnberg und Dachau. Das war auch ganz interessant. Er wurde dann quasi wieder nach Nürnberg ausgeliehen, kehrte nach Dachau zurück, um seine Aussage fortzusetzen. In seiner Aussage, die sich über zwei eben nicht zusammenhängende Tage hinzog, sprach er so gut wie alle Kernthemen der Beweisführung der Anklage an, die im weiteren Verlauf der Beweisaufnahme durch die Befragung der übrigen Belastungszeugen vertieft wurden. So berichtete er über die Organisation des Lagers, die schrittweise Entwicklung Buchenwalds zu einem KZ-Komplex mit über 130 Außenlagern. Er berichtete über die Zwangsarbeit, die Unterbringung, die Verpflegung, die Krankenversorgung, über die Menschenversuche, über das Sonderlager für polnische und jüdische Häftlinge, über die Ermordung tausender sowjetischer Kriegsgefangener, über die Mordaktion 14F13, die Auschwitz-Transporte, die Todeszone, kleines Lager, in der tausende Häftlinge in den Monaten vor der Befreiung invitierten und starben. Er berichtete auch über die Todesmärsche und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles die Leitthemen gewesen, also eine ganz große Bandbreite von Themen. Und kein Thema ragte wirklich hinaus. Das ist auch der Unterschied zum Mittelbau-Dora-Prozess, wie wir nachher hören werden. Darüber hinaus lieferte Kogon zu den meisten der Angeklagten konkrete Anschuldigungen. Grundsätzlich verlief die Beweisaufnahme durch die Anklage sehr ausgewogen, da sie zu allen Angeklagten grosso modo die gleiche Zahl von Belastungszeugen aufbot, deren Glaubwürdigkeit die Verteidigung klassischerweise zu unterminieren versuchte. Dass die Beweisführung aber auch unter zahlreichen Schwächen litt, wurde spätestens bei der Überprüfung der Urteile deutlich. Zu nennen ist vor allem eine zu große Abhängigkeit von Aussagen, die ausschließlich auf Hörensagen beruhten, zu wenig harte Beweise, zu wenig Dokumente, eine mangelnde Flexibilität bei der Gestaltung der Beweisführung, denn man hielt an dem einmal festgelegten Kurs fest, ungeachtet der Entwicklung des Prozesses, also eine starre Beweisführung. Man hatte einen Plan und den zog man durch. Und das führte auch zu Unstimmigkeiten in seinem Team, also vor allem zwischen Solomon Surowitz, dem Mitankläger, und dem Chefankläger Danson war das sehr umstritten, ja. Nicht flexibel zu reagieren auf Zeugenaussagen etc. Man hatte einen Plan und den zog man durch. Schauen wir nun auf die Verteidigung. Die Verteidigung bestand aus drei amerikanischen Juristen und Major Carl Whitney und vier deutschen Rechtsanwälten. Hier fotografisch festgehalten die drei amerikanischen Verteidiger. Der Grundzug der Beweisführung der Verteidigung war zum einen die strikte Ablehnung der Anklage auf Grundlage eines Common Design. Ziel der Beweisführung war es somit zu belegen, dass es ein solches gemeinschaftliches Vorhaben nicht gegeben habe und die Angeklagten keine Verantwortung für die Verbrechen im KZ Buchenwald trugen. Die Existenz der Verbrechen wurde nicht geleugnet, aber die Verantwortlichkeit der Angeklagten, das war ja auch nicht zu leugnen. Die Beweise sprachen für sich. Die Verteidigung bot 82 Entlastungszeugen auf. Weit über ein Drittel von ihnen waren ehemalige Mitglieder der Buchenwalder SS, die in Dachau interniert waren und nun für ihre ehemaligen Kollegen aussagten. Und da stellt sich ja immer die Frage, warum landeten die nicht auch vor Gericht? Einige landeten später in den Nachfolgeprozessen vor Gericht, aber im Sinne des Common Design hätten sie alle vor Gericht stehen können. Und da ist immer die Frage, warum nicht sie, warum nur die 31? Hinzu kamen 23 ehemalige Häftlinge, die meisten von ihnen Deutsche, auffallend viele von ihnen waren als Zeugen Jehovas verfolgt worden. Unter ihnen waren aber auch einige politische Verfolgte und andere. Die übrigen Zeugen waren Zivilisten, Angehörige oder Bekannte der Angeklagten.
Im Schnitt kamen auf jeden Angeklagten 3 bis 4 Entlastungszeugen. Da ragte auch keiner besonders hervor. Herausheben aus der Gruppe dieser Zeugen möchte ich Konrad Morgen, ein ehemaliger SS-Richter, der in den letzten Jahren in der Forschung einiges an Aufmerksamkeit gefunden hat. Es kam auch eine Biografie heraus mit dem Titel, weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin, also weil mir dieses Studium um NS-Moral, Moralität im NS spielte Konrad Morgen eine Rolle, zuletzt in der Forschung. Wir sehen ihn hier im Zeugenstand sitzend. Er war zweifelsohne einer der Hauptzeugen der Verteidigung und gleichsam ein Gegenspieler Eugen Kogons, und nicht nur in Dachau, die beiden begegneten sich auch in den Nürnberger Nachfolgeprozessen immer wieder als Gegenspieler im Ärzteprozess, im WVA-Prozess. Morgen kannte die Verhältnisse im Buchenwald gut. 1943-44 war er über lange Monate hinweg im Buchenwald gewesen. Im Auftrag der SS-Führung hatte er dort gegen den früheren Lagerkommandanten Karl Otto Koch, gegen seine Frau Ilse und weitere SS-Männer der Lagerführung um Karl Otto Koch wegen Korruption, Mord und Amtsmissbrauch ermittelt. Und dies führte ja schließlich auch zur Verurteilung von Karl Otto Koch und zur Hinrichtung von Karl Otto Koch durch ein SS- und Polizeigericht. Seine Rolle im Prozess war klar. Er zeichnete ein möglichst drastisches Negativbild der Herrschaft Kochs und seiner Männer im Buchenwald, was durchaus nicht falsch war. Die Herrschaft von Kochs war eine absolute Terrorherrschaft, von Willkür geleitet. Morgens Schilderungen hatten jedoch einzig die Funktion im Prozess, das Regiment Hermann Pisters, des Nachfolgers von Koch, und seiner Mitangeklagten vor diesem Negativhintergrund in ein positives Licht zu rücken. Ein bewusstes Zerrbild entstand. Während Konrad Morgen Karl Otto Koch als geborenen Verbrecher bezeichnete, erschienen ihm Pister und seine Männer als korrekt, günstig, hochqualifiziert und gar respekteinflößend. Verhältnisse unter ihrer Leitung verklärte er zu einer regelrechten Idylle. Alle nachgewiesenen Exekutionen, die Morgen gar nicht bestritt, seien rechtmäßig erfolgt. Und der Massenmord an tausenden Rotarmisten sei lediglich Antwort auf das brutale Vorgehen der Roten Armee an der Ostfront gewesen. So die zynische Einschätzung des ehemaligen SS-Richters. Ein weiteres Instrument der Verteidigung war es, die Angeklagten selbst zu Wort kommen zu lassen, gleichsam als Zeugen in eigener Sache. Die meisten von ihnen machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, zum Teil sogar mehrfach. Zu Beginn des Prozesses hatten alle Angeklagten gemäß der amerikanischen Verfahrensordnung bereits auf nicht schuldig plädiert. Somit begann ja eigentlich immer der Prozess schuldig oder nicht schuldig und alle hatten sich, wie zu erwarten, als nicht schuldig erklärt. Im Zeugenstand entwarfen sie nun ausführliche Rechtfertigungs- und Exkulpationsnarrative. Inhaltlich bewegten sich diese Narrative im Großen und Ganzen auf der Linie, die Gabriele Hammermann bereits in ihrer Studie zu den Verteidigungsstrategien in den Dachauer Prozessen herausgearbeitet hat. Im Buchenwald wiederholt sich das eigentlich nur. Es ging um die Marginalisierung der eigenen Kompetenzbereiche, die Behauptung eines Befehlsnotstandes, die Leugnung oder Delegation von Schuld. Es ging um Distanzierung, um Erinnerungslücken und zum Teil um eine bewusste Selbstviktimisierung. Man sei gleichsam Opfer der Verhältnisse geworden. Man sei reingeschlittert. Ja. Der Krieg. Es ging nicht anders. Das sind so Narrative gewesen. Ilse Koch versuchte darüber hinaus, sich den Topos der fürsorglichen, unwissenden Hausfrau zunutze zu machen. Ich zitiere: Ich war Hausfrau und Mutter der Kinder und hatte mit dem Konzentrationslager nichts zu tun und mein Mann hat mir auch nie etwas erzählt. Zitat Ende. Belastungszeugen wurden durch die Angeklagten diffamiert. Der Angeklagte Hubert Krautwurst, ehemaliger Kommandoführer in dem Arbeitskommando Gärtnerei, ließ sich gar zu einem vielsagenden antisemitischen Ausbruch hinreißen, wenn er behauptete, Löwenstein, ein Belastungszeuge, Löwenstein ist ein Jude und man weiß ja, dass die Juden alle möglichen Mittel einsetzen, um gegen die SS auszusagen. Zitat Ende. Nach weiteren juristischen Debatten um den Umgang mit Kriegsgefangenen in den Konzentrationslagern endete der Prozess relativ unvermittelt. Denn sowohl die Anklage um William Danson als auch die Verteidigung verzichteten auf Abschlussplädoyers. Und das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, denn eigentlich diese Abschlussplädoyers sind ja die letzte große Bühne, in der nochmal alles resümiert wird, zusammengefasst wird. Und dass gerade Danson darauf verzichtet, ist sehr, sehr verwunderlich, denn in anderen Prozessen, wie wir vorhin
wie ich vorhin gehört habe von Herrn Thurmfeld, hat er davon sehr exzessiven Gebrauch gemacht. Aber man muss sagen, für Danson war es der vierte Prozess und er wollte auch eigentlich gar nicht als Ankläger antreten, denn er war eigentlich am Ende seiner Kräfte nach diesen anderen Prozessen und er zog den Buchenwald-Prozess einfach nur noch durch und deswegen verzichtete er auch nachher auf ein Abschlussplädoyer. Für uns als HistorikerInnen ist es natürlich sehr bedauerlich, dass man halt da jetzt nicht nochmal eine endgültige Argumentation und einen Austausch von Argumenten haben, zumal auch die Eingangsplädoyers da eigentlich nichts lieferten. Also sehr, sehr schade für uns. Am 12. August 1947 erklärte das Militärgericht alle Angeklagten für schuldig. Das heißt, man folgte weitgehend der Anklage auf Grundlage eines Common Design. Nach letzten Worten der Verurteilten folgten zwei Tage später die Strafmaße. Alle Urteile wurden nicht begründet. Auch das bedauerlich für uns Historiker, im Sinne der Verfahrensgrundlagen aber durchaus möglich und üblich in den Dachauer Prozessen. Wir sehen hier den ehemaligen Lagerkommandanten Hermann Pister bei dieser Strafverkündung. 22 Todesurteile wurden ausgesprochen. Unter anderem eben gegen Hermann Pister und den Funktionshäftling Hans Wolf. 5 lebenslängliche Haftstrafen wurden ausgesprochen, unter anderem gegen Ilse Koch und Josias zu Waldeck und Pyrmont, sowie 4 zeitige Haftstrafen. Die Hälfte der Todesurteile wurden bis 1951 vollstreckt. Hermann Pister starb noch voll der Vollstreckung der Todesstrafe in Haft. Alle umgewandelten Todesstrafen und alle zeitigen Haftstrafen wurden in den folgenden Jahren sukzessive reduziert. Sie alle werden sicherlich die entsprechenden Kontextdebatten um Amnestieregelungen, Gnadenerweise und so weiter kennen, die ja auch immer für hohe Wellen sorgten. Also der Tag von Landsberg, diese Protestkundgebung, lasst die Kriegsverbrecher frei und so weiter. Das betraf auch dann diejenigen aus dem Buchenwalder Prozess, die dann in Landsberg noch einsaßen. Mit Ausnahme von Ilse Koch, die der deutschen Justiz überstellt wurde im Jahr 1949, verließen alle Verurteilten aus dem Buchenwald-Prozess bis Mitte der 1950er Jahre das Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg. Viele von ihnen tauchten ab in ein gutbürgerliches Leben als Landarzt oder als Angestellte. Vor allem der ehemalige Lagerarzt August Bender, Angeklagter hier, zu 10 Jahren verurteilt, wurde später ein angesehener Landarzt in der Nähe von Aachen. Ganz normale deutsche Nachkriegsgeschichten ist man geneigt hinzuzufügen. Erlauben Sie mir zum Abschluss noch kurz einen Blick auf die Wahrnehmung des Prozesses, vor allem auf die Presseberichterstattung. Von Beginn an stieß der Buchenwald-Prozess auf ein breites öffentliches Interesse in Deutschland, aber auch international, vor allem in Frankreich und vor allem in den USA. Eine systematische Untersuchung hierzu liegt aber auch noch nicht vor. Zeitungen berichteten regelmäßig, der Prozessauftakt und die Urteilsverkündung wurden gefilmt und in Wochenschauen gezeigt. Es gab Rundfunkübertragungen. Die Fotografen und Berichterstatter stürzten sich in erster Linie auf jene Inhalte und Personen, die gute Geschichten boten und sensationsheischende Schlagzeilen versprachen. Zum Objekt der medialen Begierde wurden vor allem die tätowierte Menschenhaut, die als Beweismittel präsentiert wurde, sowie die Person, die die Anklage mit diesen Relikten des Grauens in Verbindung zu bringen suchte, Ilse Koch. Ihr gehörten die Schlagzeilen. Sie war die einzige Frau, ich glaube sogar vielleicht die einzige Frau in allen Dachauer KZ-Prozessen, ich weiß es nicht. Herr Thurmfeld sagt nein, wieder was gelernt, aber sie war die einzige Frau in diesem KZ-Prozess, in diesem Buchenwalder-Prozess. Sie war in Gefangenschaft schwanger geworden, was für Schlagzeilen sorgte. Und das sexualisierte Narrativ um die sogenannte Hexe von Buchenwald war bereits seit 1945 in der Welt. Und nun wurde diese Hexe, wie sie genannt wurde, der Welt präsentiert in der Presse. Wir sehen hier eine ganz kleine Auswahl von einschlägigen Schlagzeilen. Schlagzeilen kreisten zudem um die adelige Herkunft von Josias zu Waldeck und Pyrmont. Deutscher Prinz als Kriegsverbrecher sehen wir hier. Und um den ehemaligen Funktionshäftling Edwin Katzenellenbogen, den ich vorhin schon erwähnte, den eine gewisse geheimnisvolle Aura umgab. Er war gelernter oder studierter Psychiater. Er war amerikanischer Staatsangehöriger, weil er 1904 in die USA gegangen war und dort geheiratet wurde. Später ging er wieder nach Frankreich, dort wurde er verhaftet. Er hatte jüdische Vorfahren, das spielt dabei im KZ keine Rolle, weil er als politischer Häftling inhaftiert war. Er stand in dem Verdacht, im Lager Gestapo-Spitzel gewesen zu sein. Er hatte
die SS-Leute im Lager hypnotisiert. Und alles das wurde natürlich Stoff für Geschichten. Und er selbst inszenierte sie auch in gewisser Weise geheimnisvoll vor Gericht. Und er war eben dieser un accusé mystérieux. Das war Edwin Katzenellenbogen hier, diese französische Schlagzeile. Mit Ausnahme von Hermann Pister spielten alle übrigen Angeklagten in der Presse so gut wie keine Rolle. Namentlich wurde da so gut wie niemand erwähnt, bis auf die genannten. Vor allem in den USA verdichtete sich nahezu alles auf Ilse Koch. Die Reduzierung ihrer Haft auf 4 Jahre führte 1948 zu einer weiteren medialen Welle und einem öffentlichen Aufschrei der Empörung in den USA. Das Time Magazine titelte im Oktober 1948 The Bitch Again. Es wurde sogar der Senat bildete eine Untersuchungskommission, um zu prüfen, ob diese Haftreduzierung überhaupt angesagt gewesen sei. Also muss man sich vorstellen, der amerikanische Senat beschäftigte sich mit Ilse Koch. Ja. Alle anderen spielten keine Rolle, aber auf Ilse Koch schaute man. Nicht nur an dieser Schlagzeile aus dem Time Magazine ist die Tendenz zur Dämonisierung der Angeklagten erkennbar. Begriffe wie Monster, Bestien, KZ-Hyänen weisen in dieselbe Richtung. Eine Form der verbalen Distanzierung, die das Sprechen über NS-Täterschaft ja bis in die 1960er Jahre prägte, vor allem in Deutschland. Dass es sich bei den TäterInnen in den Konzentrationslagern vielfach um ganz gewöhnliche Deutsche handelte, wie auch dieser Buchenwald-Prozess zeigte, lag zu dieser Zeit noch vielfach jenseits der Grenzen des Sagbaren. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Ich schließe mich jetzt tatsächlich an mit einem Vortrag über den Dachau-Dora-Prozess. Möchte mich aber vorab auch noch mal herzlich für die Einladung bedanken und auch dafür bedanken, dass Sie so zahlreich heute Abend hier erschienen sind. Am 7. August 1947 begann mit dem Dachau-Dora-Prozess, wie er sozusagen umgangssprachlich bezeichnet wird, der erste alliierte Prozess, der sich ausschließlich mit den Verbrechen, die im KZ Mittelbau-Dora begangen wurden, befasste. Zugleich war es der letzte Prozess, der im Rahmen der Dachauer Konzentrationslagerverfahren stattgefunden hat. Ich werde mich heute tatsächlich ausschließlich auf den Hauptprozess fokussieren, auf den Verlauf dieses Prozesses, auf die Urteile und werde nicht so stark oder eigentlich gar nicht auf die Nebenverfahren nochmal eingehen, die 5, die auch stattgefunden haben. Und vor allen Dingen werde ich meinen Vortrag sehr stark unter den Aspekt der KZ-Zwangsarbeit stellen, denn das ist tatsächlich das Spezifikum. Michael Löffelsener hatte das gerade schon mal gesagt, für Buchenwald, für den Prozess gab es das gar nicht so. Mit der Baudora kann man das tatsächlich schon als Spezifikum des Prozesses herausarbeiten, dass es hier explizit auch um die KZ-Zwangsarbeit ging. Angeklagt waren 19 Personen insgesamt im Dachau-Dora-Prozess. Darunter waren 14 SS-Angehörige, 4 Funktionshäftlinge und herausstecht hier tatsächlich ein Zivilist, und zwar mit Georg Rickey, der ehemalige Generaldirektor der sogenannten Mittelwerk GmbH, die im September 1943 gegründet wurde, um die Produktion der V2-Raketen zu organisieren. Ich habe ja einmal, es ist tatsächlich relativ klein, es tut mir auch leid, aber es soll einfach nur nochmal ein Überblick auch darüber geben, wir sind die Angeklagten. Man sieht, es ist gerade unter den SS-Angehörigen eine breite Varianz auch dabei. Also neben Schutzhaftlagerführer des Hauptlagers Dora waren auch Lagerführer verschiedener Außenlager angeklagt, sowie auch SS-Angehörige, die ganz unterschiedliche Funktionen hatten. Leiter der Poststelle, Leiter der Bekleidungskammer. Also tatsächlich sieht man hier auch schon mal sehr stark die einzelnen Rädchen sozusagen im Lagerbetrieb. Farblich nochmal auch unterteilt sozusagen SS-Angehörige, Funktionshäftlinge und Georg Rickey. Den Angeklagten wurde, wie wir das ja auch gerade schon gehört haben, vorgeworfen, dass sie gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges verstoßen hätten und im Rahmen eines gemeinsamen Vorgehens, eines gemeinsamen Plans, im Rahmen dieses Rechtsstatuts des Common Design für die Misshandlung und Tötung von Tausenden von Häftlingen aus verschiedenen Nationen verantwortlich gewesen zu sein. Also auch hier findet sich im Prinzip erstmal in der Anklageschrift kein Abweichen zu den anderen Prozessen. Die Angeklagten selbst plädierten ausnahmslos
für nicht schuldig im Sinne der Anklage. Gehen wir nun tatsächlich aber schon mal ein bisschen rein in den Prozess. In seinem Eröffnungsplädoyer beschreibt der Chefankläger William Berman die Zwangsarbeit der KZ-Häftlinge mit der Bordura für die Rüstungsproduktion als das bestimmende Element des Konzentrationslagers. Er betonte, dass die Zwangsarbeit neben den generellen Lebensbedingungen im KZ mit der Bordura explizit das Ziel verfolgt hätte, die Häftlinge physisch zu vernichten. Dora was a concentration camp with the avowed purpose of exterminating those who were sent to it. Ich habe nochmal tatsächlich zu den Zitaten auch die deutschen Übersetzungen mit dazu geschrieben. Verzeihen Sie das Schlechte sozusagen übersetzen, das ist meine eigene Übersetzung, keine Expertenübersetzung. Ganz im Gegensatz zu anderen Vernichtungslagern seien aber in Dora die Vernichtungen nicht durch Gaskammern durchgeführt worden, vielmehr sollten die Häftlinge zu Tode gearbeitet werden. Dora übernehme damit eine particularly unique role among the concentration camps. It was created out of the needs of the German war machine. Hiervon ausgehend reißt Berman an, dass alle Angeklagten in ihren jeweiligen Funktionen in irgendeiner Weise am Betrieb des Konzentrationslagers mit der Bordura beteiligt gewesen seien und durch ihr Handeln sich an den Verbrechen und am Massenmord des KZ mit der Bordura schuldig gemacht hätten. Ich versuche das nochmal so ein bisschen einzuordnen, was die Geschichte mit der Bordura sozusagen betrifft. Weil er hier tatsächlich in seinem Eingangsplädoyer ganz explizit das Wort Vernichtungslager auch benutzt, muss man tatsächlich aber nochmal sagen, da muss man ein Stückchen zurückgehen. Dora war kein Vernichtungslager, Dora war tatsächlich ein Konzentrationslager. Wo er aber tatsächlich den Nagel sozusagen, wie man umgangssprachlich sagt, auf den Kopf trifft, ist tatsächlich dieses konstituierende Elemente Zwangsarbeit, die ganz typisch ist, auch heute, wenn wir über Vermittlung oder Forschung zum Konzentrationslager auch sprechen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt einnimmt. Mit der Bordura war im August 1943 gegründet worden und vorausgegangen war dem Ganzen die Bombardierung der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde und die Entscheidung darauf folgend, die Verlagerung oder die Produktion von V2-Raketen aus Peenemünde herauszunehmen und unter Tage zu verlagern, um es einer weiteren Gefahr durch Luftangriffe zu entziehen. Man entschied sich dabei binnen kürzester Zeit für ein fast vollkommen fertiggestelltes Stollensystem in der Nähe von Nordhausen, im heutigen Nordthüringen, und brachte 10 Tage nach der Bombardierung von Peenemünde die ersten Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald nach Dora. Das Lager Dora selbst war also zunächst erstmal ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Dadurch erklärt sich halt in vieler Form tatsächlich auch die enge Überschneidung, die es auch immer wieder in den Prozessen einfach gibt. Denn fast oder der überwiegende Teil der Häftlinge aus mit der Bordura war in irgendeiner Form vorher auch im Buchenwald schon mal inhaftiert gewesen. Und viele der Zeugen sind tatsächlich auch die gleichen. Also Josef Ackermann ist zum Beispiel schon mal angesprochen worden, einer der Kronzeugen auch der Anklage hier im Dora-Prozess. Wie gesagt, am 28. August 1943 kamen die ersten Häftlinge aus Buchenwald nach Dora und in den folgenden Wochen und Monaten folgten ein Transport nach dem anderen, sodass man schon zum Jahresende mehr als 10.000 Häftlinge hatte, die nach Dora transportiert worden waren. Und sie wurden explizit eingesetzt tatsächlich unter Tage zum Ausbau der Stollenanlage und zum Umbau dieser Stollenanlage zu einer Raketenfabrik. Die Häftlinge mussten dabei aber nicht nur unter Tage arbeiten, sondern waren auch unter Tage untergebracht in sogenannten Schlafkammern. Ich habe hier als schematische Zeichnung tatsächlich eine Zeichnung, die auch im Dora-Prozess oder eigens für ihn angefertigt wurden. Dieser 4 als Schlafstollen genutzten Schlafkammern. Die Häftlinge waren dort pro Schlafschicht mit mehr als 1.000 Häftlingen untergebracht pro Schlafkammer. Also diese extrem harten Arbeitsbedingungen im Ausbau der Stollenanlage, aber auch diese katastrophale Unterbringung führten binnen kürzester Zeit zu extrem hohen Todeszahlen. Häftlinge verstarben bereits kurz nach ihrer Ankunft in Dora. Sodass man im Prinzip auch davon sprechen kann, dass in der Ausbauphase, also zwischen September 1943 und Frühjahr 1944, mehrere tausend Menschen vor Ort starben und nochmal 3.000 Häftlinge in sogenannten Invalidentransporten, das waren Häftlinge, die schwer krank waren und im Sterben lagen, in sogenannten Invalidentransporten
zwischen Januar und April 1944 nach Lublin, Majdanek und nach Bergen-Belsen abgeschoben worden. Und auch bei ihnen gehen wir davon aus, dass nur wenige das Kriegsende erlebten. Im Oktober 1944 wurde Dora zusammen mit weiteren Außenlagern in der Harzregion zum selbstständigen Konzentrationslager Mittelbau zusammengefasst. Und man kann konstatieren, bis April 1945, bis zur Befreiung, wurden etwa 60.000 Menschen, überwiegend männliche Häftlinge, nach Mittelbau-Dora deportiert. 20.000 überlebten die Deportation nach Mittelbau-Dora nicht, also etwa sozusagen ein Drittel aller Häftlinge starben. Um vielleicht noch ganz kurz auch etwas zu sagen über die internationale Dimension noch des Konzentrationslagers. Es war tatsächlich, die größten Häftlingsgruppen waren mit polnischen und sowjetischen Häftlingen, die jeweils etwa 30% ausmachten. Das waren die größten Häftlingsgruppen. Deutsche Häftlinge waren im Prinzip eine relativ geringe Zahl, etwa 6% aller Häftlinge hatten eine deutsche Nationalität. Darauf werde ich dann auch nachher nochmal zu sprechen kommen, wenn wir über die Zeugen reden, die auch von der Anklage dann in den Zeugenstand gerufen werden. Wichtig ist es tatsächlich vor dem Hintergrund, wenn man über KZ-Zwangsarbeit auch spricht, auch nochmal deutlich zu machen, dass mit der Bordura bis heute so ein Mythos des Raketen- und Rüstungskonzentrationslagers anhaftet. Das ist nicht so ganz korrekt, müsste man doch eigentlich viel eher von einem Bau-KZ sprechen, denn die überwiegende Mehrheit der Häftlinge war tatsächlich in sogenannten Baukommandos oder Baulagern auch eingesetzt. Überall in der Region sollten weitere Untertageverlagerungsprojekte realisiert werden, vor allen Dingen für die Junkerswerke, sollten neue Stollensysteme gebaut oder ausgebaut werden und auf Baustellen zum Gleisbau oder zum Kabelverlegen wurden weitere tausende Häftlinge im Prinzip auch eingesetzt auf den Baustellen. Wenn man so nur vom Verhältnis sprechen kann, kann man sagen, dass etwa 80% der Häftlinge, die in irgendeiner Weise nach Dora, nach Mittelbau-Dora deportiert wurden, waren tatsächlich in Baukommandos eingesetzt. Nur etwa 15% der Häftlinge waren eigentlich in der Produktion und dann speziell auch in der Raketenproduktion auch eingesetzt. Das wird auch später nochmal wichtig. Da versuche ich nochmal diesen Bogen auch ein Stück weit zu schließen. Zudem gab es, das sei auch nochmal erwähnt, etwa 39 Außenlager. Also das Dora übernahm dann spätestens ab Oktober 1944 die Funktion des Hauptlagers mit 39 Außenlagern, die sich über die Südharzregion und die Harzer Region verteilten. Man sieht das hier so ein wenig an den schwarzen Punkten, die sich ziehen. Sie müssen nicht alles lesen, sozusagen nur, um einfach nochmal deutlich zu machen. Wir reden hier auch tatsächlich über einen ausgesprochenen Lagerkomplex. Das spielt auch tatsächlich im Verfahren selber auch eine Rolle. Komme ich nun zum Verlauf des eigentlichen Prozesses. Ich nähere mich dem Ganzen von den zwei Seiten an. Einmal natürlich von Seiten der Anklage und einmal von Seiten der Verteidigung. Die Anklage rief insgesamt 47 Zeugen in den Zeugenstand. In der Mehrheit handelt es sich auch hier um ehemalige Häftlinge, also Überlebenden des Konzentrationslagers Mittelbau. Und auch hier ist es ähnlich, wie man das auch für Buchenwald sagen kann, mehr als die Hälfte der Häftlinge stammten aus Deutschland oder aus Frankreich, die gehört wurden. Und unter ihnen waren sehr, sehr viele, die auch tatsächlich im Lager spezielle Positionen oder Funktionen innehatten, sei es, dass sie Häftlingsschreiber waren, Häftlingsärzte, Pfleger oder in der Arbeitsstatistik eingesetzt worden waren. Die gehörten Zeugen verfügten damit über ein sehr breites Wissen über die Lebensbedingungen im Konzentrationslager Mittelbau, konnten sehr genaue Informationen auch über die Ernährungssituation, über Krankheiten geben, über die Todeszahlen. Auffällig ist aber auch hier, und das ist auch ähnlich zu Buchenwald, dass im Prinzip eine ganz wichtige Stimme fehlt, nämlich die, oder fast vollkommen fehlt, sagen wir es so rum, nämlich die Stimme der polnischen und der sowjetischen Häftlinge. Es gab nur 4 polnische und einen ukrainischen Häftling, die als Zeugen auch von der Anklage aufgerufen wurden. Spielt man das nochmal durch, was ich gerade gesagt habe, dass 60% aller Häftlinge eigentlich aus Polen oder der Sowjetunion stammten, muss man einfach konstatieren, es fehlt tatsächlich auch hier eine ganz, ganz wichtige Stimme bei den Zeugenaussagen. Das Ganze erklärt sich natürlich aus den politischen Hintergründen. Das erklärt sich natürlich ein Stück weit auch aus dem Umgang gerade in der Sowjetunion mit ehemals deportierten Häftlingen und Zwangsarbeitern. Aber trotzdem fällt es tatsächlich einfach auf im Prozess, dass die größten Häftlingsgruppen nicht zu Wort kommen hier. Grob lassen sich auch 3 verschiedene Themenkomplexe bilden, die in der Beweisführung der Anklage eine Rolle spielten. Das waren zum einen
Die Lebensbedingungen, ich habe hier einmal ein Foto des polnischen Häftlings Tadeusz Paca, der am Beispiel des Lagerplans, des Lagers Dora sozusagen seine Aussagen erklärt, nochmal Orte auch darstellt. Also das war zum einen sehr, sehr wichtig, die hygienischen Zustände, die Verpflegungssituation, Krankheiten, die infolge auch der Unterbringung und der Arbeit auftraten, die Todeszahlen, aber auch tatsächlich die Haft in dem lagereigenen Bunker, also in dem lagereigenen Gefängnis, Hinrichtungen, die mit der Bordura durchgeführt wurden und individuelle Exzesse, Terror, der durch die SS ausgeführt wurde. Der Schwerpunkt der Ausführung lag ganz klar auf dem Hauptlager Dora. Nichtsdestotrotz spielten aber auch die Bedingungen in den Außenlagern und dabei besonders in den größten Außenlagern Elrich und Harzungen, aber auch in Ortleberode und dem als heute bekannt gewordenen Sterbe- und Krankenlager der Boelcke-Kaserne, von dem ja dann auch nach 1945, nach der Befreiung, die schockierenden Bilder von Leichenbergen auch um die Welt tatsächlich gegangen sind. Herr Löffelsen erzählte das ja im Prinzip gerade schon mal, diese Fotos, die dann auch rund um die Befreiung von Mittelbau-Dora und Buchenwald im Prinzip die ersten Massenverbrechen auch dokumentierten. Diese Lager wurden auch in den Blick genommen, gerade mit Hinblick auf die Anklagebank klärt sich das natürlich, dass mit Otto Brinkmann zum Beispiel der Lagerführer von Erich Jüsshütte vor Gericht stand, dass mit Heinrich Schmidt der SS-Arzt der Boelcke-Kaserne vor Gericht stand. Also spielten natürlich auch diese Themen eine Rolle. Der zweite Schwerpunkt lag tatsächlich auf den Todesmärschen, besonders auf den Todesmärschen, die Richtung Bergen-Belsen gegangen war, aber auch sehr wesentlich auf dem Massaker von Gardelegen. Ursprünglich war es mal geplant, diesen Massaker, in dem 1000 Häftlinge eines Todesmarsches in eine Scheune gesperrt wurden und diese angezündet wurde. Auch das sind Bilder, die tatsächlich dann im Mai 1945 im Live-Magazin veröffentlicht wurden, die die Grausamkeiten der Nazis auch nochmal dokumentieren sollten. Das wurde sozusagen mal geplant, das als eigenen Prozess durchzuführen, wurde aber dem Mittelbau-Dora-Prozess sozusagen mit beigefügt. Also das war der zweite große Schwerpunkt, die Todesmärsche. Und der dritte Schwerpunkt, der sich natürlich ganz klar aus dem Eingangsplädoyer auch von William Behrmann herauszieht, ist natürlich der Schwerpunkt der Zwangsarbeit. Und dem werde ich mich auch tatsächlich noch mal ein bisschen genauer widmen. Hier ging es natürlich um Arbeitsbedingungen, es ging um Arbeitshetze, um Umgang mit Saboteuren vermeintlichen. Und es gliederte sich in zwei größere Punkte. Das eine war waren die Schilderungen der Zeugen zu der Zeit, die als die Hölle von Dora bekannt geworden ist. Also diese Ausbauphase, in der die Häftlinge unter Tage arbeiten, unter Tage leben mussten. Also die ersten, sage ich mal, 6-7 Monate des Lagers. Hier ging es vor allen Dingen um die Arbeitsbedingungen, die Art der Arbeit, die Arbeitskleidung, die Hygiene, die herrschte und auch die Krankheiten und die Todesfälle, die infolge dieser Arbeitsbedingungen auftraten. Also das nahm gerade zum Anfang des Prozesses einen sehr, sehr breiten Raum ein. Auch die Zeugenaussagen waren sehr ausführlich, sehr lang auch tatsächlich zu diesem Komplex. Und der zweite vergleichsweise große Bereich, wenn es um Zwangsarbeit in dem Verfahren ging, waren die Zustände in der Raketenproduktion. Also hier ging es dann vor allen Dingen um das Arbeitspensum, um Arbeitshetze und ganz wesentlich tatsächlich auch den Umgang mit vermeintlicher Sabotage durch Häftlinge. Und auch das erklärt sich mit dem Blick dann auf die Anklagebank. Ich hatte schon gesagt, Georg Rickhey ist im Prinzip die Person, die hier auf der Anklagebank natürlich ganz besonders hervorsticht. Und mit Hinblick sozusagen auf seine Rolle wird dem Bereich der Raketenproduktion im Verfahren natürlich ein sehr großer Raum eingegeben. Zur Person Georg Rickhey, er war Generaldirektor der Mittelwerk GmbH, also der Firma, die eingerichtet wurde für die Produktion der V2-Raketen. Er hatte diese Position ab April 1944 inne und es war sozusagen im Gefüge der Mittelwerk des Aufbaus die höchste Position. Im Zuge sozusagen des Projekts Overcast war er nach dem Kriegsende mit weiteren Ingenieuren in die USA gekommen. Dieses Projekt Overcast wurde später ersetzt durch das, glaube ich, wesentlich bekanntere Projekt Paperclip. Und er wurde dann tatsächlich, nachdem im Jahr 1946 unter den deutschen Ingenieuren auch immer mehr
Gerüchte rumorten über die Einbindung und auch die Verantwortlichkeiten von Jörg Rickhey, wurden tatsächlich Ermittlungen eingeleitet. Und er wurde im Mai 1947 für den Dachauer Dura-Prozess aus den USA zurückgeholt, auch eigens. Hier sehen Sie tatsächlich einmal ein Foto, das 1947 im Zuge der Prozessvorbereitung auch angefertigt wurde. Die Anklage warf gerade Georg Rickhey vor, hauptverantwortlich für die Arbeitsbedingungen der Häftlinge in der Raketenproduktion gewesen zu sein, sowie Hinrichtungen wegen Sabotage angeordnet zu haben und ihn auch beigewohnt zu haben. Also das waren sozusagen die Hauptvorwurfspunkte, die die Anklage auch formulierte. Gehen wir auf die Seite sozusagen der Verteidigung und schauen wir dort nochmal hin. Am 27. Oktober 1947 war die Beweisführung der Anklage abgeschlossen mit der Vernehmung der letzten Belastungszeugen. Und die Verteidigung, bevor sie sozusagen das Zepter übernahm, stellte zunächst 6 verschiedene Anträge. Die Anträge waren ganz unterschiedlich. Einer der Anträge sozusagen gründete darauf, dass man das Common Design als Rechtsgrundlage für das Verfahren grundsätzlich in Frage stellte. Hier war gerade der Ankläger William Berman vehement auch dagegen, jetzt nicht sozusagen während des Verfahrens hier noch die Grundlagen zu ändern. Zudem stellte der Chefverteidiger Pulleda die Zuständigkeit des amerikanischen Gerichts in Frage. Befindet sich doch der Tatort eigentlich in der sowjetischen Besatzungszone und nicht in der amerikanischen? Also auch das war sozusagen ein grundsätzliches Infragestellen dieses Prozesses. Weitere Anträge richteten sich dann darum, dass die Einstellung der Verfahren gegen die 3 Angeklagten Josef Fuchsloch, Heinrich Schmidt und Kurt Heinrich wegen des Mangels an Beweisen eingestellt werden sollten. Vielleicht, um das nochmal auch einzuordnen, Josef Fuchsloch war Lagerleiter des zweitgrößten Außenlagers mit der Borduras von Harzungen. Kurt Heinrich war Adjutant des Lagerkommandanten gewesen, also durchaus sehr hohe Position auch innerhalb der Lagerhierarchie. Hier wurde das Einstellen der Verfahren gefordert. Und genauso forderte der deutsche Verteidiger von Georg Rickhey die Einstellung des Verfahrens gegen ihn, der eigentlich keine Funktion im Konzentrationslager gehabt hätte. Also würde ja auch die Anklage eigentlich nicht auf ihn passen. Alle Anträge wurden kommentarlos abgelehnt und das Verfahren ging sozusagen weiter. Wir sehen jetzt tatsächlich hier an der Wand nochmal die Verteidigung um den Chefverteidiger Leon Poluda, der sozusagen in der Mitte steht und im Hintergrund nochmal ein Blick auf die Anklagebank tatsächlich. Also alle Fotos, die ich heute auch zeige, sind am 19. September geschossen worden. Also das war offensichtlich nochmal ein Tag, an dem sozusagen offizielle Fotos des Prozesses auch geschossen wurden. Die Verteidigung rief in den folgenden knapp 2 Monaten mehr als 60 Entlastungszeugen in den Zeugenstand und brachte darüber hinaus nochmal 9 schriftliche Aussagen ein von Ingenieuren, die in Fort Bliss in den USA für die Amerikaner im Projekt Paperclip oder Projekt Overcast arbeiteten. Unter ihnen waren auch Zeugenaussagen von Werner von Braun und Arthur Rudolph. Die Ingenieure erschienen dezidiert nicht zum Verfahren. Aus Sicherheitsgründen wurde sozusagen die Einstellung dieser vermeintlichen Zeugen verhindert. Und sie reichten dafür schriftliche Aussagen ein. Interessant ist tatsächlich nochmal, wenn man sich die Entlastungszeugen auch anguckt und das Verhältnis, dass sie auch ausmachten, dass 9 Zeugen direkt vor Ort und dann nochmal diese 9 schriftlichen Aussagen alles zur Entlastung nur von Georg Rickhey eingebracht wurden. Also man kann im Prinzip sagen, 1/4 der Entlastungszeugen sind tatsächlich für Georg Rickhey in den Zeugenstand geholt worden. Auch das zeigt nochmal die Bedeutung, die sowohl die Anklage als auch die Verteidigung dieser Person und Georg Rickhey auch entgegenbrachten. Zudem entschieden sich 13 der 19 Angeklagten selbst nochmal im Zeugenstand zur eigenen Sache auszusagen. Und dabei zeigt sich auch das, was Michael Löffelsen auch schon angesprochen hatten. Die Angeklagten verharmlosten ihre Taten und auch die Zustände. Also das reichte so weit, dass der Arzt der Birke-Kaserne davon erzählte, dass sich die Häftlinge jedes Mal, wenn er sie sah, in der Sonne, im schönen Wetter sonnten. Oder Erhard Brauny, der sagte, dass er doch Lampenschirme angebracht hätte im Außenlager Rottleberode und dass es ja so schlimm gar nicht gewesen sein könnte. Also tatsächlich teilweise sehr hanebüchenes Runterspielen der Zustände und der Taten.
Andere, wie der Schutzhaftlagerführer von Dora, Hans Möser, berief sich tatsächlich auf den Befehlszustand. Der hätte ja eigentlich nur Befehle befolgt und das hätte ja nichts machen können. Georg Rickhey wieder, um ihn auch nochmal hervorzuheben, spielte seine eigene Verantwortung, auch seine eigene Rolle herunter. Er wäre ja nur für die Personalangelegenheiten der deutschen Angestellten der Mittelwerke zuständig gewesen und für die Kommunikation ins Rüstungsministerium, für Materialbeschaffung. Mit dem Arbeitseinsatz der Häftlinge und der Koordination dieser Arbeit hätte er gar nichts zu tun gehabt. Diese Verantwortung schob er komplett ab auf den technischen Direktor Alwin Sawatzki, der, ich sage es mal salopp, günstigerweise zu dem Zeitpunkt schon tot war, also auch selbst überhaupt nichts mehr aussagen konnte. Und das war auch die gesamte Verteidigungsstrategie rund um Georg Rickhey. Also auch die Entlastungszeugen schoben immer wieder die Verantwortung auf den technischen Direktor Alwin Sawatzki ab spielten da auch die Rolle Georg Rickheys als Generaldirektor herunter. Also das war sozusagen auch die Strategie, die hier verfolgt wurde. In die Hände spielte es natürlich hierbei auch, dass viele der Dokumente, die einen Beweis hätten erbringen können für die Schuld von Georg Rickhey, in den USA unter Verschluss waren. Und dass tatsächlich auch die Belastungszeugen der Anklage, unter ihnen halt hauptsächlich Häftlinge, ehemalige, zur Rolle von Georg Rickhey nur sehr wenig sagen könnten. Sie hatten natürlich sehr detaillierte Einblicke in die Bedingungen im Lager und auch die Arbeitsbedingungen an sich, aber sie hatten natürlich selbstverständlicherweise keinen Einblick in die Funktionsstrukturen der Mittelwerk GmbH. Von daher blieben auch hier die Zeugenaussagen der Belastungszeugen sehr vage und konnten halt durch die Entlastungszeugen halt sehr schnell sozusagen außer Kraft gesetzt werden. Mitte Dezember war dann auch die Beweisführung der Verteidigung abgeschlossen. Und ganz im Gegensatz zum Buchenwalder-Prozess gibt es hier tatsächlich auch noch die Schlussplädoyers sowohl der Anklage als auch der Verteidigung. Und in seinem, wie ich persönlich finde, sehr, sehr lesenswerten Schlussplädoyer bekräftigte der Chefankläger William Berman noch einmal die Verantwortung und die Schuld der Angeklagten und stellte heraus, dass jeder, der von den katastrophalen Zuständen in Mittelbau-Dora wusste und nichts übernahm, genauso schuldig war wie jene, die misshandelten oder folterten. Ich habe die Zitate sozusagen, die zwei wesentlichen, sind jetzt zu lang, um sie nochmal vorzulesen. Ich bringe sie einfach an die Wand. Sie persifliert werden sie sozusagen von mir auch nochmal eingeordnet. William Berman stellte auch heraus, dass jeder sozusagen eine Funktion in diesem Rädchen des Konzentrationslagersbetriebes hatte und deswegen auch jeder sozusagen im Sinne des Common Design auch Schuld trage. Er forderte für alle Angeklagten sozusagen die Todesstrafe hier auch nochmal, was natürlich tatsächlich aus dem Common Design und aus dem Gedanken heraus ganz selbstverständlich ist. Im Hinblick auf die Strategie der Angeklagten und auch deren Verteidiger, die eigenen Taten und Buddha-Positionen kleinzureden und auf den vermeintlichen Befehlsvorstand zu verweisen, reagierte er mit blankem, auch sehr zynischem Unverständnis und forderte halt, wie gesagt, hier auch die Todesstrafe. Im Gegensatz dazu führte der Chefverteidiger Leon Peluda in seinem Plädoyer noch einmal in Frage oder stellte er noch einmal in Frage das Common Design tatsächlich. Seiner Meinung nach wäre für eine Beurteilung der Schuldigkeit der Angeklagten es nicht ausreichend, dass sie dabei gewesen wären, sondern vielmehr müssten individuelle Taten von konkreten Personen bezeugt werden. Zudem griff er teils sehr, sehr harsch die Anklage bzw. deren Belastungszeugen an. Der Anklage warf er vor, ihre Beweisführung auf Hörensagen gestützt zu haben, einer Rechtsgrundlage, die im angloamerikanischen Rechtssystem keinerlei Basis hätte. Und damit könnte diese Rechtsgrundlage diese Beweisführung auf Hörensagen auch kein Urteil oder keine Grundlage für ein gerechtes Urteil sein. Des Weiteren, und da wird es tatsächlich dann auch schon sehr, sehr harsch, wirft er einzelnen explizit aufgeführten Zeugen vor, vorsätzlich gelogen zu haben oder übertrieben zu haben, dumm zu sein tatsächlich, also das wird explizit nochmal benannt, die eigene Schuld verschleiern zu wollen oder einfach nur von nationalem Hass getrieben gewesen zu sein bei den eigenen Aussagen. Im Rahmen sozusagen der Kreuzverhöre
ist es natürlich klar, dass auch Zeugen sehr streng auch befragt werden, ins Kreuzverhör genommen werden, aber meines Erachtens erreichte das hier nochmal sozusagen eine neue Dimension, indem man tatsächlich auch sehr weitschweifig und auch mit expliziter Namensnennung tatsächlich auch nochmal die Zeugen der Anklage auch angriff. Zudem wies er sozusagen der Anklage unter Hinweis auf ihre Beweisführung vor, keinen fairen Prozess geführt zu haben und forderte nun aber vom Gericht wenigstens ein faires Urteil zu fällen. Das Gericht solle abwägen, ob nach den Grundsätzen des angloamerikanischen Schulsystems die Angeklagten wirklich zweifelsfrei schuldig gesprochen werden könnten. Wenige Tage später, am 24. Dezember 1947, verkündete das Gericht schließlich die Schuldsprüche und am 30. Dezember folgten die verhängten Strafmaße. Auch hier ist es ganz ähnlich wie, oder es ist eigentlich genauso, wie Michael Löffelsender das schon ansprach, es gab keine Urteilsbegründungen. Also es fehlt sozusagen dieser Teil, der auch nochmal sehr, sehr spannend wäre, der fehlt einfach, wir kennen nur die Urteile. Und die sahen wie folgt im Prinzip aus. Also wir sehen hier einmal den Leiter der Arbeitsverwaltung, Wilhelm Simon, wie er sein Urteil entgegennimmt. Er steht in der Mitte sozusagen vor dem Richterstand. Und hier nochmal die Tabelle von vorhin sozusagen erweitert um die Kategorie Urteil. Und man kann sehen, dass im Grunde genommen im Verfahren nur ein Todesurteil ausgesprochen wurde, und zwar gegen den Schutzhaftlagerführer in Dora, Hans Möser. Sonst wurden tatsächlich Haftstrafen zwischen 5 Jahren und lebenslänglich verhängt. Und 4 Angeklagte wurden gänzlich freigesprochen. Unter ihnen, das ist sozusagen das, wo es besonders wird, auch Kurt Heinrich, der Adjutant des Lagerkommandanten oder auch der SS-Arzt der Bölke-Kaserne, in der mehrere tausend Menschen gestorben sind. Genauso wird auch Georg Rickhey in dem Zuge hier freigesprochen. Die Verurteilten, die zu Haftstrafen verurteilten, mussten ihre Haft im Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg verbüßen, wobei auch hier gesagt werden muss, dass keiner vollständig seine Haft verbüßen musste. 1958 kam mit Otto Brinkmann, dem Lagerführer aus Erich-Jos-Hütte, der letzte Verurteilte aus dem Gefängnis wieder und wurde vorzeitig entlassen. Das Todesurteil gegen Hans Möser wurde im November 1948 vollstreckt. Das vielleicht noch auch zur Vervollständigung. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, ich konzentriere mich hier hauptsächlich auf den Hauptprozess. Es gab noch mal 5 Nebenverfahren gegen 5 weitere Angeklagte. Ganz kurz auch noch mal diese Urteile dazu bringen. 4 der Angeklagten wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Eine Person wurde auch hier freigesprochen. Angeklagt waren 4 SS-Angehörige und ein Funktionshäftling nochmal in den Nebenverfahren. Komme ich nun zu meinen Schlussbetrachtungen, zur Bedeutung und auch zur Wirkung dieses Prozesses. Ich hatte das eingangs schon mal gesagt, der Dora-Prozess ist oder war der letzte Dachau-Konzentrationslager-Prozess und weist auch tatsächlich einige Besonderheiten auf. Das zeigt sich zum einen bei den Angeklagten und den Strafmaßen, die verhängt wurden. Mit nur 19 Angeklagten im Hauptprozess waren vergleichsweise wenig Personen angeklagt. Vergleicht man das tatsächlich mit den anderen Prozessen, wo zwischen 40 und 60 Personen im Hauptverfahren angeklagt waren, ist das tatsächlich mit 19 Personen vergleichsweise wenig. Vergleichsweise wenig ist das auch, wenn wir darauf gucken, nur 14 SS-Angehörige. Angesichts sozusagen der hohen Zahl, die es an SS-Personal auch gab, ist auch das eine schockierend geringe Zahl an Angeklagten. Auch die Urteile waren im Vergleich zu den anderen Prozessen vergleichsweise mild, mit nur einem verkündeten Urteil, Todesurteil und 4 Freisprüchen, die ergingen. Die Rechtsgrundlage des Common Designs fand halt auch im Dora-Prozess noch Anwendung. Aber lässt sich hier schon zeigen, dass zunehmend auch von dieser Praxis des Common Design auch abgerückt wurde. Zum einen zeigt sich das auch schon in der Beweisführung der Anklage, die natürlich neben den generellen Lebensbedingungen und den Zuständen mit der Bordura immer wieder auch explizit versucht, konkrete Taten an konkrete Täter auch zu binden und ganz, ganz konkrete sozusagen Vorwürfe auch rüberzubringen. Auf der anderen Seite zeigt sich das natürlich dann auch in den Urteilssprüchen selber. Wenn man sich tatsächlich die Person Kurt Heinrich einmal anguckt, Adjutant des Lagerkommandanten Otto Förschner,
ist tatsächlich eine sehr herausgehobene Position im Lager, sehr verantwortungsvoll. Wenn man tatsächlich nach dem Common Design urteilt, hätte eigentlich so jemand wie der Adjutant des Lagerkommandanten überhaupt nicht freigesprochen werden können. Also da zeigt sich auch nochmal in gewisser Weise ein Abrücken auch vom Common Design. Wichtig ist dabei wahrscheinlich auch die zeitliche Distanz zwischen der Haftzeit, der Lagerzeit und dem Prozess selber. Also mittlerweile waren ja schon 3-4 Jahre sozusagen zwischen den Taten und dem Prozess vergangen. Man merkt das tatsächlich auch bei den Aussagen der Zeugen. Oftmals sozusagen sind die generellen Lebensbedingungen noch gut sozusagen in Erinnerung, aber wenn es dann um konkrete Vorwürfe ging, merkt man immer wieder, dass da auch Erinnerungslücken sind, dass es da auch in den Aussagen schwammiger wird. Und da geht natürlich die Verteidigung auch sehr hart einfach rein, indem immer wieder versucht wird, konkrete Zeiten festzulegen, die Belastungszeugen auch immer wieder konkret, ich sag mal, festzunageln. Also auch da sozusagen, auch das spielte einfach in die Hände der Verteidigung und damit auch in die Hände der Angeklagten. Zum Zweiten ist ein großer Unterschied die zeitgenössische Rezeption. Im Gegensatz zum Beispiel dem Dachauer Hau-Prozess oder auch dem Buchenwalder-Prozess war die Rezeption in den Medien nur sehr, sehr gering. Zwar titelte die Frankfurter Rundschau am 9. August noch von einem aufsehenerregenden Prozess. In der Realität erregte er aber so wie gar kein Aufsehen. Es gibt nur sehr, sehr wenig Berichterstattung dazu. Und gerade auch in den regionalen Medien wurde eigentlich kaum über diesen Prozess berichtet. Zudem war tatsächlich der Prozess auch von Anfang an von einer sehr hohen Unruhe geprägt und einem sehr hohen Zeitdruck. Also das wird tatsächlich auch gerade in den ersten, ich sag mal, 4 Wochen des Prozesses sehr deutlich. Die Zeugen werden immer wieder auch angehalten, sich kurz zu fassen, präzise zu antworten, auf den Punkt zu antworten. Also man merkt sozusagen, man möchte eigentlich fertig werden damit. Es soll sozusagen durchgezogen werden. Also das Ganze ist sehr unruhig, gerade zum Anfang hin. Das wird später etwas besser, aber gerade am Anfang ist eine sehr große Nervosität und Unruhe auch im Prozess. Zum Abschluss auch nochmal sozusagen die Frage der Zwangsarbeit, die ich ganz gerne aufgreifen würde. Wie wurde die Zwangsarbeit im Prozess halt dargestellt und welche Rolle spielte oder wurde der Zwangsarbeit im Prinzip im Prozess auch zugewiesen? Berman und auch alle anderen Beteiligten machten sehr klar, dass sozusagen das grundlegende Element des KZ Mittelbau-Dora die Zwangsarbeit war. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was heute die Gedenkstätte als Vermittlungsschwerpunkte tatsächlich auch hat. Dabei ging es aber im Rahmen der Beweisführung hauptsächlich um die Schilderung der Zwangsarbeit in der Hölle von Dora, also dem Anfang der Ausbauphase, und dann vor allen Dingen auch um die Zwangsarbeit in der Raketenproduktion. Das Gros der Häftlinge war bei den Außenlagern auf Baustellen und Baukommandos eingesetzt. Und diese Art der Zwangsarbeit spielte in dem Prozess so gut wie gar keine Rolle. Und damit muss man ganz klar auch nochmal attestieren, dass ein ganz wichtiger Punkt der KZ-Zwangsarbeit einfach im Prozess überwiegend fehlte. Damit wurde vom Konzentrationslager Mittelbau-Dora kein falsches Bild sozusagen entworfen, aber ein sehr einseitiges Bild und ein sehr eindimensionales Bild, das sich tatsächlich auch über die nächsten Jahrzehnte so weiterzog. Es wird zum einen halt auch sehr deutlich nochmal in der Berichterstattung, also es wird immer wieder auch jetzt werden die Geheimnisse der V-Waffen sozusagen entlüftet und Raketeningenieur steht vor Gericht. Auch die begleitende Broschüre, die zum Prozess gemacht wurde, greift hier auch nochmal die Geschichte der V-Waffen sozusagen auf. Also das alles entwarf sozusagen dieses sehr einseitige Bild vom Raketen-KZ, vom Rüstungs-KZ, das aber so in der Realität viel zu eindimensional tatsächlich auch war. Dieses Bild hielt sich aber tatsächlich auch sowohl wissenschaftlich als auch in der öffentlichen Wahrnehmung über Jahrzehnte und ist für uns tatsächlich als Gedenkstätte noch heute eine Herausforderung, sozusagen auch immer wieder mit der Erwartung der Besucher auch umgehen zu müssen, die jetzt meinen, etwas über Raketentechnologie auch bei uns sozusagen zu hören und wir aber tatsächlich auch viel über die Bauhäftlinge gerade auch sprechen wollen, über die Baukommandos auch sprechen wollen, um auch sozusagen dieser Geschichte des Konzentrationslagers mit der Bordura auch einen Ausdruck zu verleihen. Der Prozess, der Dora-Prozess, ist natürlich damit daran nicht einseitig schuld sozusagen. Das kann man jetzt nicht darauf sozusagen zurückführen. Auch das wäre von mir zu einseitig. Aber es ist natürlich ein Puzzlestein tatsächlich, wie das Konzentrationslager mit der Bordura auch tatsächlich in den folgenden Jahrzehnten auch wahrgenommen und eingeordnet wurde.
So, damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen auch weiter zur Verfügung. Die Technik hilft uns schon mal. Vielen Dank erst nochmal Ihnen beiden für die Vorträge. Aber wir haben sehr viel erfahren in unserer Sonderausstellung. Es sind ja beide Prozesse nur sehr kurz en passant in wenigen Sätzen erwähnt. Das haben wir jetzt heute wesentlich eindrücklicher und ausführlicher bekommen. Dafür schon mal vielen Dank. Wir könnten vielleicht, weil die Zeit jetzt doch schon ein bisschen fortgeschritten ist, unsere Runde hier etwas knapper halten und dann Ihnen auch noch im Publikum die Gelegenheit zu geben, um Fragen zu stellen. Ich würde nur gerne jetzt den einen oder anderen Punkt noch aufgreifen hier, den wir vielleicht dann kurz noch besprechen können und dann eben überzugehen. Weil wir Ihren Vortrag zuletzt gehört haben, er uns jetzt gerade noch im Ohr ist. Sie haben es schon erwähnt, es wurde ein gewisser Zeitdruck im Prozess aufgebaut. Es gab ja tatsächlich die konkrete Vorgabe, zum Jahresende 1947 die Prozesse zu beenden. Es war dann sozusagen eine Punktlandung. Wie sehr, Sie haben es erwähnt, am Anfang wurden die Zeugen zur Eile angetrieben. Inwieweit hat sich das vielleicht dann auch in der Anklagevertretung, in der Urteilsfindung ausgewirkt? Können Sie dazu noch was sagen? Also es ist natürlich ein Reich der Spekulation sozusagen. Das wäre ein Was-wäre-wenn-Frage sozusagen. Aber mein Eindruck ist am Anfang schon tatsächlich gewesen, dass vielfach die Zeugen auch ein bisschen abgewürgt waren tatsächlich, nicht so zu Wort kamen. Es zeigt sich auch bei den Entlastungszeugen. Auch da wird dann nochmal geguckt, knapp, schnell sozusagen, immer zu ganz konkreten Punkten auch nur befragt. Also das ist tatsächlich schon auffällig in der Befragung, in der Beweisführung von beiden Seiten, dass die Zeugen auch explizit für ganz gewisse Punkte tatsächlich auch in den Zeugenstand geholt werden, was ja natürlich auch klar ist, aber dann auch beharrt wird darauf, auf diesen Punkten sozusagen zu bleiben, nicht rechts und links noch sozusagen weiterzugehen. Mhm. Und tatsächlich ist es die Punktlandung. Also das ist dann, ich hatte das auch am Anfang sozusagen natürlich gewusst, zum Jahresende soll es abgeschlossen sein. Und gerade mit dieser Unruhe, die dann auch tatsächlich am Anfang war, dachte ich, oje, oje. Also als ich angefangen habe, die Mitschriften des Prozesses auch zu lesen, dachte ich, oh, das wird jetzt aber druckvolles Lesen auch für mich sozusagen, schnell alle Themen abzuhandeln, aber es wird ruhiger tatsächlich im Laufe des Prozesses, wurde es etwas gleichmäßiger wieder. Mhm. Ja, das Ende. Ja, wir haben mit dem Buchenwald-Prozess, der sticht so ein bisschen insoweit heraus, weil wir haben vorher und hinterher, merkt man in den Hauptverfahren, in KZ-Hauptverfahren, die hier in Dachau verhandelt wurden, es gibt Freisprüche, die verhängten Urteile werden niedriger. Im Buchenwald-Prozess haben wir 31 von 31 Angeklagten, die verurteilt werden. Wie weit, würden Sie sagen, spielt der Anklagevertreter oder die Anklagevertretung durch William Denson, der quasi mit der Empfehlung, wenn man es so nennen kann, aus den beiden Hauptverfahren Dachau und Mauthausen, wo er auch jeweils zur Verurteilung aller Angeklagten beigetragen hat, inwieweit kommt dem der Bedeutung zu oder welche Faktoren sind vielleicht sonst noch bedeutsam? Ja, ich denke, der größte Faktor, den man da berücksichtigen müsste, der bleibt unbekannt. Das sind nämlich die Richter, das Richterkollegium. Warum entscheiden sie so? Warum verurteilen sie oder erklären alle für schuldig? Und das ist die Frage, wo man nur spekulieren kann. Man kann nur sagen, es ist eine harte Ausübung des Kammdesigns da. Es ist ja zeitgleich mehr oder weniger in Dora das genaue Gegenteil. Und das relativiert sich erst nachher in der Review, in der Überprüfung der Verfahren. Da agiert man nämlich ziemlich genauso wie in Dora-Verfahren, dass man sich eher an individuellen Tatnachweisen orientiert. Und das kann man Designer keine Rolle mehr spielt. Warum das jetzt im Buchenwald-Prozess, warum der Buchenwald-Prozess dann quasi herausfällt und eher anschließt an die frühen Prozesse? Gute Frage. Denson natürlich verfolgt einen sehr rigiden, harten Kurs in dieser Richtung, das kann man sagen.
das kann man auch sagen, in der Beweisführung, auch wenn er sich nicht wirklich äußert in den Plädoyers vorher, am Beginn und am Ende des Prozesses, aber man würde gerne in die Köpfe der Richter schauen, warum sie dem folgen. Das wäre halt, und das ist ja halt noch viel mehr ein Desiderat, mal auf diese Akteure zu schauen. Und wie werden sie geprägt, wo kommen sie her, in welchen Prozessen waren sie schon aktiv und lassen sich da Kontinuitäten erkennen. Da müsste man noch viel mehr auf die Täter schauen, auf die Verantwortlichen schauen, auf die Richter in diesem Falle und sich alle Prozesse mal in der Longue Durée mehr oder weniger mal anschauen. Da würde man da vielleicht noch Erkenntnisse gewinnen. Aber so muss die Frage leider offen bleiben, warum sie so agieren. Man kann nur konstatieren, wie sie agieren. Ich würde die Frage gerne an Sie nochmal weitergeben. Ja, wir haben es jetzt in Ihrem Vortrag sehr ausführlich gehört. Es gibt eine breite Beweisführung, eine Reihe von Tatorten, nicht nur jetzt mit Dora als Hauptlager, sondern auch in den verschiedenen Außenlagern, die zur Anklage kommen. Es wird ein breites Feld an Straftaten abgegrast, sozusagen abgearbeitet. Und am Ende gibt es dann nur ein Todesurteil und ohnehin nur diese geringe Zahl von Angeklagten. Es kann nur verwundern. Ja, also im Grunde genommen kann ich mich da auch nur anschließen. Es ist so ein Reich auch der Spekulationen. Man würde tatsächlich gerne noch mal genauer gucken, weil sich manche, also wie das Beispiel Kurt Heinrich gezeigt hat, es ist nicht nachvollziehbar, warum wird er jetzt ausgerechnet freigesprochen. Das findet auch in keinem der vorherigen Prozesse sozusagen Anklagen, wenn ich mich sozusagen recht erinnere, dass beim Dachau-Prozess wird sozusagen sein Konterpart zum Tode verurteilt. Also das ist nicht stringent, aber ich glaube, das lässt sich auch tatsächlich mit dem, was ich gesagt habe, mit der zeitlichen Dimension auch nochmal darlegen. Ich glaube, dass sich halt in den Jahren zwischen 45, dem ersten Prozess, und dann 47 im Zweifel auch nochmal Sachen in Bewegung sind, Einstellungen in Bewegung sind, die Richter in einer anderen Prägung vielleicht auch sind. Dieser Re-Education-Faktor, auch da muss man nochmal eine Frage stellen mit der Bordura, auch das kann nur Spekulation sein, aber wie viel Rolle spielt das tatsächlich Ende 47 eigentlich noch? Aber tatsächlich, es ist leider sozusagen im Reich der Spekulationen und es ist tatsächlich viele Fragen, die es noch zu klären gäbe rund um die Prozesse. Also es ist ein wahnsinniges Quellenmaterial, das vorhanden ist, wahnsinnig viele Akteure, die da beteiligt sind, die man eigentlich nochmal ganz gezielt unter die Lupe nehmen müsste. Also das ist eigentlich nochmal ein sehr schönes Forschungsprojekt für jeden Standort. Das ist schon mal eine prima Vorlage, das behalten wir im Hinterkopf. Als Vorlage für die verschiedenen Standorte jetzt für den Augenblick. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den bekannteren, sage ich mal, Angeklagten in den Verfahren, jetzt besonders im Buchenwald-Verfahren. Sie hatten es erwähnt, Ilse Koch hat das Gros der Aufmerksamkeit, wenn nicht überhaupt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen unter den Angeklagten, zumindest in der Öffentlichkeit, in Deutschland wie auch in den USA, hat dann da parlamentarische Ausschüsse beschäftigt. Wie war denn Ihre Rolle im Prozess? Im Prozess muss man sagen, da fällt sie nicht wirklich heraus. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, dass die Beweisführung der Anklage sehr ausgewogen war. Und ausgewogen heißt in diesem Falle, so zumindest mein Eindruck, dass man für alle Angeklagten mehr oder weniger den gleichen Aufwand betrieb. Das lässt sich schon an der Zahl der Belastungszeugen ausmachen. Die Zeugenaussagen gegen Ilse Koch waren vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil da sehr viel noch geklärt werden musste. Es gab ja nicht nur diesen Vorwurf mit der tätowierten Haut, sondern auch die Anstiftung zur Körperverletzung, die Anstiftung zum Mord. Das waren so Punkte, da wurde vielleicht ein bisschen länger geredet. Aber ansonsten würde ich sagen, dass der Aufwand, den die Anklage betrieb, jetzt quantitativ nicht größer war. Was auffällt, ist dieses Beharren, und das war auch vor allem auch William Danson. Er versucht halt, ein vorgeprägtes Bild irgendwie juristisch zu fassen. Halt dieses Bild der Hexe von Buchenwald, dieses Bild war ja nicht neu, das wird ja nicht entworfen 1947, das war seit 1945 in der Welt durch die Erzählung der Häftlinge, vor allem diese Verbindung mit dieser Menschenhaut. Und ich glaube, das Problem der Beweisführung war halt, das wirklich juristisch jetzt nachzuweisen. Und das ist ihnen auf die Füße gefallen, weil diesen Nachweis konnten sie nicht führen. Und das führt auch nachher dazu, dass Ilse Koch dann die von der Haftreduzierung quasi profitiert. Da wird halt gesagt, okay, gerade dieser Nachweis konnte nicht geführt werden. Da könnte man halt sagen, da hat sich vielleicht die Anklage so ein bisschen verrannt. Aber
einen größeren Aufwand oder dass sie jetzt über Tage im Zeugenstand gewesen wäre, das kann man nicht sagen. Ne? Es war halt einfach nur diese sensationellen Geschichten, die dann halt sich in den Vordergrund gerückt haben. Und darunter leidet eigentlich die Wahrnehmung des Dachauer Buchenwald-Prozesses bis heute. Und es hat auch lange den ganzen Diskurs über Täterschaft im Buchenwald geprägt. Dieser Blick auf Ilse Koch, die hat eigentlich alles verdeckt, wenn man so will. Und deswegen auch ein Plädoyer von mir. Ich habe es ja heute auch getan. Ich musste es auch tun, um die Wahrnehmung ein bisschen einzuräumen, dass man nicht nur selber Ilse Koch spricht. Weil es gab ja nachher noch einen zweiten Ilse Koch-Prozess in Augsburg 1951, der auch große Aufmerksamkeit gefunden hat. Aber sollten wir doch stärker über die anderen Angeklagten sprechen und damit auch stärker die Bandbreite an Verbrechen im Buchenwald sich anschauen. Das wäre auch ein Plädoyer von mir. Ja, das Plädoyer sozusagen zur Dekonstruktion der Angeklagten und der Rolle der Angeklagten Ilse Koch, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Sollten wir im Kopf behalten. Jetzt von der Prominenz her ganz anders gelagert, aber Sie hatten erwähnt den Lagerarzt Schmidt aus der Bölke-Kaserne, dem ja auch umfassend Verbrechen vorgeworfen wurden und das, wo es aber am Ende zum Freispruch kommt. Vielleicht können Sie den Weg nochmal versuchen, etwas zu erläutern. Ja, die Besonderheit bei Schmidt ist tatsächlich, dass er auch relativ spät erst kommt. Also er kommt, erst im Februar 1945. Die Bölke-Kaserne, da muss ich mich gleich nochmal ein bisschen rein. Die Bölke-Kaserne ist im Januar 1945 als Außenlager gegründet worden. Erstmal tatsächlich als Außenlager, tatsächlich wie alle anderen, um Häftlinge, die in der Stadt Nordhausen arbeiten, nahe an ihren Arbeitsorten unterzubringen. Dann kamen Ende Januar und Anfang Februar 1945 mehrere riesige Transporte mit Häftlingen aus Auschwitz und Großrosen, also etwa 16.000 Häftlinge, die nach Mitterbau-Dora nochmal kamen, auch durch diese Tage- und wochenlangen Transporte extrem geschwächt, in extrem schlechten körperlichen Zustand. Und die versuchte man dann abzuschieben. Viele waren auch nicht mehr einsatzfähig für die Arbeit, laut SS sozusagen, nach Aussagen der SS, und wurden dann abgeschoben in die Bölke-Kaserne. Und die Bölke-Kaserne avancierte dann ab Mitte Februar 1945 tatsächlich zum zentralen Kranken- und Sterbelager, in dem die Häftlinge dann auch einfach nur noch Tod durch organisierte Vernachlässigung, ist so ein Stichwort, dieser Preis gegeben worden. Die Todeszahlen sind wirklich enorm hoch. Es gab keine Versorgung mehr dort. Es gab teilweise nicht mal mehr Betten, sondern die Häftlinge schliefen auf dem nackten Betonboden in ehemaligen Fahrzeughallen oder umfunktionierten Fahrzeughallen. Und Schmidt kam im Prinzip auch erst im Februar 45 oder Anfang März 45 und redete sich selbst im Prinzip damit auch raus, er hätte ja auch gar nichts mehr machen können. Also er wäre da quasi in Zustand geworfen worden, der wäre schon da gewesen und ihm wären die Hände gebunden gewesen, dann hätte es gar nichts mehr, was er hätte machen können. Und diese Aussage zusammen auch mit einer sehr widersprüchlichen Aussage eines zentralen Zeugen zur Bölke-Kaserne muss dann irgendwie dazu führen, dass das als Entlastungsstrategie wirkt. Also dass tatsächlich er eigentlich als Mediziner dabei tatenlos zuguckt, wie vor seinen Augen Hunderte, Tausende sterben. Irgendwie wirkt es, aber dadurch, dass die Urteilsbegründungen einfach fehlen, kann man nur verwundert die Augen reiben tatsächlich darüber, warum das wirkt sozusagen, aber irgendwie wirkt es ja, wird ja freigesprochen. Ja, das fällt uns eben auch oder ist uns auch in der Vorbereitung der Sonderausstellung immer wieder aufgefallen, die Leerstelle, die sich durch dieses Fehlen der Urteile ergibt, dass es eben dadurch schwierig ist, letztendlich das Verhalten der Gerichte nachzuvollziehen, wie sie in den einzelnen Verfahren dann letztlich befunden haben. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt, Sie haben das kurz erwähnt, es gab die Überlegung, dieses Verfahren ja eigentlich zu beiden Konzentrationslagerverbrechenskomplexen an die SMAD abzugeben. Zunächst mal zu Buchenwald. Ja, Sie haben es geschildert mit den nachdrücklichen Eindrücken, die in Ohrdruf entstanden sind bei dem Oberbefehlshaber Eisenhower. Dann wird eine parlamentarische Kommission nach Buchenwald geladen. Kann man sich dann sozusagen das leisten, so einen hochwertig so bekannten Prozess, kann man so ein Verfahren abgeben wollen? Geben wollen, das ist eine gute Frage, was da der Ursprung dieser Überlegung war. Ich glaube, es war einfach eine Überlastung der
der Ermittlungsteams auch. Man wusste, was man vor Augen hatte. Man musste jetzt schnell starten. Das ist September 1945, also noch gar nicht lange nach der Befreiung. Ich glaube, da war es einfach die Möglichkeit, etwas abgeben zu können, war verlockend. Aber an dem Punkt ist, wo man dann sagt, jetzt geben wir es nicht mehr aus der Hand, wir können uns jetzt nicht mehr erlauben. Das war dann 1946 der Fall, als dann diese Verhandlungen wirklich gescheitert sind. Dann kamen ja die Franzosen und haben gesagt, wir können den Prozess ja übernehmen, wir ziehen den nach Rastatt, wo die Rastatter Prozesse stattfanden, und die Belgier genauso. Da hat dann die USA gesagt, nee, jetzt können wir uns das wirklich nicht erlauben. Wir können jetzt nicht das Risiko eingehen, dass da vielleicht gar kein Prozess mehr zustande kommt. Und dann ziehen sie es ja wirklich durch. Aber was wirklich die Überlegung war, es der Sowjetunion anzubieten, genauso es ist offen, warum die Sowjets es dann nicht hinkriegen, sage ich mal. Es gab da wirklich wohl schon Überlegungen, Termine, wann das Material übergeben werden soll, und die sowjetische Seite ist nicht erschienen. Also warum sind die nicht erschienen? Da gibt es jetzt auch nur Spekulationen, verschiedene Gründe. Eine Theorie besagt, in der Sowjetunion wurde ja 1947/48 die Todesstrafe abgeschafft. Und dass das ein Grund für die Sowjets gewesen sein könnte, diesen Prozess nicht zu übernehmen, ja, weil sie die Todesstrafe nicht auch hätten aussprechen können. Spekulation. Ja, man weiß es nicht wirklich. Oder ein anderer Grund ist für das Buchenwald-Verfahren, die Sowjets haben es nicht übernommen, weil sonst hätte man zu sehr auch auf das Buchenwald des Jahres 1947 geschaut. Und das Buchenwald des Jahres 1947 war das sowjetische Speziallager, das Internierungslager der sowjetischen Militäradministration. Da wollte man vielleicht auch keinen Staub aufwirbeln. Das sind aber alles Spekulationen. Und ich würde es einfach pragmatisch als einen Versuch der Arbeitsentlastung auf amerikanischer Seite verbuchen. Mhm. Aber die Quellen schweigen sich leider auch dazu aus. Aber ja. Es klingt plausibel. Ja, es klingt plausibel. Mir ist es nur jetzt auch nochmal aufgefallen, dass der Prozessbeginn am Jahrestag der Befreiung, ne? Also auch da ja offensichtlich das Bemühen, sich der symbolischen Dimension auf der einen Seite sehr bewusst zu sein, sie aber auch dann sozusagen prozesstechnisch auswerten oder ausnutzen zu wollen. Ne? Insofern, das brachte mich zu der Überlegung, kann man so ein Verfahren abgeben? Ne? Vielleicht, wir wissen auch, für Mittelbau-Dora haben wir keine Gewissheit, aber vielleicht können Sie auch aus der Perspektive noch dazu, zu dieser Übergabe, gescheiterten Übergabe, noch etwas sagen. Leider eigentlich gar nicht. Also auch da, ich kenne noch sozusagen die Spekulationen über mangelnde Zuständigkeiten, keine Absprachen innerhalb der SPZ. Aber auch das, ich habe tatsächlich keine Antworten. Also von daher lasse ich es lieber. Mhm. Wo wir gerade bei symbolischer Wirkung waren, Sie hatten ganz am Anfang des Vortrags gesagt, dass der Ort Ohrdruf und die Kenntnis der Verbrechen auch heute noch eine erinnerungskulturelle Rolle spielen in den USA. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen? Also mir ist jetzt nochmal bewusst geworden, dass es zuletzt von der Stiftung Schloss Friedenstein ein Forschungsprojekt, Erinnerungslücke Ohrdruf, auf den Weg gebracht worden, was wir so ein bisschen inhaltlich begleitet haben. Wir sind nicht Träger dieses Projekts, aber haben es als Gedenkstätte ein wenig inhaltlich begleitet. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen recherchiert, gerade zu dieser Frage. Und da bewegen wir uns ja als Gedenkstätten jetzt auch bei Social Media. Und da sieht man dann deutlich bei den Twitter-Accounts, die aus amerikanischen Institutionen kommen, dass der 4. April da wirklich gehypt wird. Das ist der Ohrdruf Day, das ist der Tag des Schocks. Und dieser 4. April spielt in der deutschen Wahrnehmung überhaupt keine Rolle. Ohrdruf ja auch nicht. Aber gerade nicht in der breiten amerikanischen Öffentlichkeit, man muss sich schon für den Zweiten Weltkrieg interessieren, quasi GI-Gruppierungen und so weiter, Liberators-Organisationen. In diesen Kreisen ist Ohrdruf wirklich ein Begriff. Und das unterscheidet sich wirklich diametral von Deutschland. Und man kann es einfach nur erklären mit diesem Schock, der mit Ohrdruf im Zusammenhang steht. Wenn man auch Erinnerungen von GIs sich anschaut, dann sprechen die vielleicht sogar stärker über Ohrdruf als über Buchenwald, manchmal, also die in Ohrdruf zumindest waren. Und es ist natürlich auch gehypt worden dann eben durch Eisenhower, der halt nur in Ohrdruf war, nicht im Buchenwald selbst, wie man oft liest, dass er auch im Buchenwald gewesen sei, er war nur in Ohrdruf. Und so ist das vielleicht erklärbar. Aber es ist auffallend, dass es bis heute wirklich eine Rolle spielt, auch im USHMM, im US Holocaust Memorial Museum, ist das erste große Foto, was man sieht, ist dieses Foto aus Ohrdruf. Ja, das zeigt ja auch nochmal die Bedeutung. Es ist nicht eins aus Buchenwald, es ist aus Ohrdruf. Und das zeigt ja auch nochmal, dass die Kuratoren sich sicher waren, dass das auch verstanden wird und dass das auch eine symbolische Setzung war, wenn das erste Foto dieses Foto ist. Keine Befürchtung, ich möchte nicht über Raketentechnologie sprechen, aber vielleicht doch nochmal auf den Angeklagten Georg Rickhey zurückkommen, weil es ja schon bemerkenswert ist, dass als Zivilperson, es gab
auch andere von Baufirmen, die angeklagt wurden in den Dachauer Prozessen, aber schon eine herausgehobene Person und dem er dann eben auch Verbrechen zur Last gelegt wurden in breiterer Form, für den sich dann viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher finden. Zum einen die Frage, warum nur er als Generaldirektor? Es hätte sicherlich andere gegeben aus den Mittelbauwerken, die man hätte anklagen können. Und dann, Sie hatten es angesprochen, in dem Kontext Raketenforschung hätte er potenziell eine Rolle spielen können und wurde aber dann trotzdem in das Verfahren gezogen. Genau, also die Person Georg Rickhey ist natürlich tatsächlich eine, die hier rausstrahlt, weil er im Prinzip einer der Ingenieure ist, die mit in die USA gelangen. Warum jetzt er? Und auch hier bewege ich mich sozusagen auf meiner persönlichen Meinung oder meiner Einschätzung, das ist nicht gesichert, aber ich würde es jetzt mal ganz salopp sagen, er ist derjenige, den man vielleicht noch entbehren kann, am ehesten sozusagen. Also er hatte natürlich als Generaldirektor eine sehr hohe, die höchste Position in den Mittelwerken und spielt da natürlich auch eine zentrale Rolle. Und wie sich auch später herausstellt, hatte er ja tatsächlich viele Prozesse, auch über den Einsatz der Häftlinge auch. Da war er ja tatsächlich auch verantwortlich, das stellte sich aber erst später raus. Aber er war sozusagen eigentlich nur als, ich sage es jetzt mal lapidar, als Übersetzer von Mittelwerksdokumenten in den USA. Also ganz anders als jetzt zum Beispiel so eine Person, jeder kennt ihn, Werner von Braun, auch Arthur Rudolph sehr bekannt, die ja konkret in den Saturn-Projekt sozusagen wichtig waren. Auch für, würde ich bei ihm jetzt tatsächlich nochmal so etwas wirklich lapidar und auch, das ist nicht sozusagen unbedingt durch Quellen oder irgendwas gestützt, aber so ein Eindruck, er ist verzichtbar gewesen und es rumorte tatsächlich auch. Also durchaus, er war ja in Ohio stationiert, sage ich jetzt mal, und es rumorte unter den Ingenieuren. Also bereits 1946 rumorte sozusagen Gerüchte über seine Einbindung, über seine Schuld und seine Verantwortung und das war auch nicht zu übersehen tatsächlich. Also da kam auch kein Weg mehr vorbei, deswegen wurde ja bereits 1946 dann auch mit Befragung mit Ermittlungen auch begonnen. Also auch das spielt auf alle Fälle natürlich da auch nochmal mit rein, dass man ihn dann auch vor Gericht stellte. Einfach, es war sozusagen, die Gerüchte waren da, die Aussagen waren da, dass da etwas sein könnte, dass man ihn dann tatsächlich vor Gericht stellte. Je eine Abschlussfrage noch zu den zur Verhandlungsführung, einmal auf der Anklageseite, einmal auf der Verteidigerseite. Sie hatten kurz erwähnt, dass es in der Anklagevertretung Unstimmigkeiten gab zwischen Denzen und einem seiner beiden Mitverteidiger. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Ja, das weiß man auch nur aus Interviews mit Solomon Surowitz, war der einer der aus dem Team, der danach darüber gesprochen hat, dass Denzen da so ein bisschen unbelehrbar gewesen sei. Und da ging es vor allem auch, das weiß nicht, expressis verbis so geäußert, aber es scheint mir auch diese Anklagestrategie bei Ilse Koch gewesen zu sein. Also da einfach zu beharren auf Vorstellungen und die Sachen durchziehen zu wollen. Die Frage ist, warum war es so? Und wir hatten ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass Denzen sowieso einen etwas müden Eindruck machte im ganzen Prozess. Das spricht ja auch dafür, dass er sich nicht mehr groß äußern wollte, sowohl zu Beginn als auch am Ende des Prozesses. Und vielleicht hätte sich da Surowitz eine andere Beweisführung gewünscht, aber man muss auch bedenken, die Beweisführung der Anklage hatte ja auch nur 3 Monate Vorbereitung. Also man beschloss es Ende Dezember 1946, wir ziehen das jetzt durch mit dem Buchenwald-Prozess und am 1.4. ist die Anklage. Sie hatten 3 Tonnen Dokumente, haben wir ja vorhin gehört, und es kommen nur sehr wenig Dokumente zum Einsatz. Was sind denn die Gründe dafür? Und Surowitz hatte sich vor allem darüber beschwert, wenn man ihm retrospektiv Glauben schenken darf, dass eben zu wenig harte Beweise waren. Immer nur diese Hearsay-Proof. Und das war ein Problem der Buchenwalder Belastungszeugen, dass halt die Verteidigung immer wieder rausfinden konnte, ja, okay, das haben die irgendwo gehört. Das war auch das Problem bei Eugen Kogon. Der hat sehr vieles erzählt, auch über die Todesmärsche. Das hatte er aber vor allem aus diesem Buchenwald-Report, den er zusammengestellt hatte. Und das war dieses Problem des Hearsay-Proofs. Und das war bei vielen Zeugen der Anklage das Problem. Und ich glaube, Surowitz hätte sich einfach gewünscht, vielleicht mehr harte Proofs zu haben. Und da muss man sagen, dass vielleicht auch zu wenig Energie vielleicht in die Auswertung dieser Dokumente gesteckt wurde. Das wäre jetzt ist eine Spekulation von mir, aber eine Annahme, weil 3 Tonnen Dokumente und dann vielleicht 100 Dokumente, die eine Rolle spielten,
Es klafft ein wenig auseinander. Noch eine Frage. Sie hatten vorhin gesagt, im Schlussplädoyer der Verteidigung gab es sogar persönliche Angriffe auf einzelne Zeugen. Das ist ja schon ein besonderer Vorgang nochmal. Würden Sie sagen, das zog sich auch durch das Verfahren an sich, dass also nicht nur sozusagen auf der Sachebene, ja, das, die Frage nach Daten, Uhrzeiten, wie das Wetter an einem bestimmten Tag war, die üblichen Verunsicherungsstrategien, sondern auch diese persönlichen Angriffe, dass das immer schon ein Teil der Verteidigungsarbeit und Argumentation war? Nee, tatsächlich nicht. Und deswegen war ich so überrascht von diesem Schlussplädoyer auch nochmal. Wie ich das schon sagte, dieses Reingehen, dieses auch harte Reingehen, was vielleicht manchmal mir sozusagen auch schwer gefallen ist, das zu akzeptieren, wie man jetzt sozusagen Überlebenden, der eigentlich traumatisiert ist, jetzt nochmal in der Härte auch angehen kann. Aber diese Art des persönlichen Angriffs, wie ich in dem Schlussplädoyer dann tatsächlich auch gelesen habe, der zog sich gar nicht so unbedingt in der Form sozusagen durch die Strategie unbedingt. Also was zum Beispiel Michael Löffelsenner sagt mit dem antisemitischen Ausfall sozusagen. Sowas ist nicht aus den Akten sozusagen, geht das nicht hervor, aber aus dem Schlussplädoyer. Also da war ich tatsächlich auch im Vergleich sozusagen, wie der Rest des Prozesses geführt wurde, natürlich auch schon hart und auch immer wieder sozusagen insistierend, aber das fand ich dann doch schon auch ja, unter der Gürtellinie tatsächlich auch angesiedelt. Okay. Ich hatte gesagt, von mir jeweils die Abschlussfragen, um Ihnen jetzt noch die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen. Sie bekommen, glaube ich, noch ein Mikrofon. Ja. Nochmal zurück zu Ilse Koch. Ist bis heute jemals untersucht worden, ob diese Gegenstände aus Menschenhaut wirklich aus Menschenhaut produziert wurden? Gibt es da wirklich einen Beweis dafür? Da gibt es einige Gutachten, die erstellt wurden, vor allem auch schon Gutachten im Vorfeld des Prozesses, die das durchaus bestätigt haben. Ja, es gibt auch in unserer Sammlung, haben wir auch einige Stücke dieser tätowierten Menschenhaut. Da ist auch mehrfach durch Gutachten bestätigt worden, dass es sich um Menschenhaut handelt. Und wir haben ja auch, es ging aber gar nicht so sehr darum, der Fakt, dass es diese Menschenhaut gibt, der wurde auch gar nicht bestritten. In der Pathologie des Lagers gab es eine große Sammlung von diesen Menschenhautstücken. Das ist auch fotografisch belegt. Da gibt es auch Fotos von der Befreiung, wo die wirklich ausgestellt wurden. Aber halt dieser Zusammenhang mit Ilse Koch, diesen herzustellen, das war schwierig. Also, dass es diese Relikte des Grauens gab und dass diese Praxis auch gab, dass da von den Ermordeten die Hautstücke entnommen wurden, das ist ein Fakt. Diese Relikte haben wir auch noch, die stellen wir heute nicht aus, weil das aus ethischen Gründen nicht angesagt ist. Aber es sind Beweise des Verbrechens. Und aus diese Beweise des Verbrechens werden halt aufbewahrt, weil die Beweise sind halt da. Aber dieser Zusammenhang, das war das Problem in dem Prozess. Ja, aber dass es sie gab, ja, unstrittig. Noch zu diesen 3-Tonnen-Akten. Sind die noch vorhanden und wenn ja, wo? Die verteilen sich jetzt auf unterschiedliche Archive. Ein Teil ist in den National Archives in Washington. Aber auch der große Bestand, der in den Aarhusen-Archives sind, wo ja Millionen von Dokumente zu Buchenwald sind. Also die dichteste Überlieferung der Lagerverwaltung, die es zu einem Lager gibt, gibt es zu Buchenwald. Und das sind die Sachen, die heute in den Aarhusen-Archives liegen. Also diese Akten sind verteilt worden auf unterschiedliche Bestände. Teil ist auch im Bundesarchiv, die gibt es noch. Das ist die glückliche Fügung für uns Historiker, dass es zumindest diese Akten gibt, auch wenn wir zum Prozess viele Aussagen nicht wirklich verifizieren können. Diese Akten sind heute unsere Kernbestandteile unserer historischen Forschung, ja, wieder fest sichergestellt worden. Ich hatte auch eine Frage zu den Akten. Ist es dann so, dass sozusagen die Sachen, die nur die Sachen als Beweismittel in den Prozessen verwendet wurden, zu National Archives kamen oder lässt sich das hinterher feststellen? Die genaue Trennung ist da schwierig. Nicht alles, was wir heute in Washington finden, fand dann auch den Weg wirklich vor Gericht. Vieles spielt dann noch in den Nachfolgeprozessen eine Rolle. Wo da genau getrennt wurde, das ist schwierig zu sagen. Aber der größere Bestand ist auf jeden Fall heute in Aarhusen. Das sind vor allem die personenbezogenen Akten. Also was da im Prozess eine Rolle spielte, sind vor allem General- und Sachakten. Ja? Also medizinische Berichte etc., was man sich da so vorstellt von der Lagerverwaltung.
Aber vor allem diese ganzen Personen, Millionen von personenbezogenen Dossiers, die man ja so kennt, kann man sich alles im Netz heute anschauen. Bei den Ahrhäusen-Akres liegen heute in Ahrhäusen. Aber wo da wirklich getrennt wurde, fraglich. Ein paar spektakuläre Sachen sind sogar heute, liegen heute in Den Haag. Zum Beispiel das Fotoalbum dieses ersten Lagerkommandanten Karl Koch. Das haben wir jetzt in Den Haag ausfindig gemacht vor einigen Jahren. Weil es da es als Zeuge, als Beweismittel den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess gegen Saukel angeführt wurde, weil da ein Foto war, dass Saukel auch in Buchenwald war. Das wurde in Nürnberg dann fallen. So ist es da gelandet. Kommt man auch nicht auf die Idee, dass es in Den Haag liegt, aber spektakulärer Fund vor einigen Jahren. Genau, ich hätte auch noch eine Frage zum Buchenwald-Prozess. Und zwar, Sie haben ja erzählt, der Buchenwald-Prozess stand unter enormem Zeitdruck und Sie haben ja auch schon einiges über Denzen erzählt, der teilweise auch einen sehr müden Eindruck gemacht hat. Auf der anderen Seite haben Sie erzählt, dass ja der Prozess oder dass ja die Verbrechen dann in Anführungszeichen auch vorverlegt worden sind, also auf Kriegsbeginn, nicht wie bei den vorigen Prozessen, dass man ja auch die Opfergruppe ausgeweitet hat. Das macht jetzt auf mich auf den Anhieb ein bisschen widersprüchlich einen Eindruck auf den ersten Blick. Können Sie vielleicht dazu was sagen, wie das zusammenkommt? Die Frage ist, die ich mir jetzt auch in der Situation erstelle, weil Sie die Frage stellen, ob da Denzen wirklich so viel Einfluss drauf hatte auf diese Ausweitung. Das weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, hatte er nicht, das wäre nämlich auch mein Eindruck gewesen, ich weiß nicht, ob im Mühldorf-Verfahren nicht auch schon diese Ausweitung da war oder war das wirklich nur im Buchenwald? Nur im Buchenwald. Ja, ja. Im Buchenwald-Verfahren wurde es zum ersten Mal wirksam. Ja. Und es ging aber also tatsächlich nicht um den Einfluss des Anklägers, ja, sondern es hatte sich quasi die juristische Diskussion in den USA hatte sich weiter bewegt. Dass man eben nicht mehr darauf Wert gelegt hat oder daraus die Legitimation bezog, zu sagen, nur kriegführende Staaten, die zusammen mit den USA gekämpft haben und deren Staatsangehörige als Opfer werden verhandelt, sondern dass im Grunde jeder souveräne Staat für sich in Anspruch nehmen kann, Kriegsverbrechen, die begangen worden sind, vor Gericht zu bringen. Weil es sozusagen ein Angriff auf jedes Land, das sich selber als zivilisiert versteht, in dem Sinne ist und in dem Sinne auch umfassend anklagbar ist und nicht an diese Zeiten, an diese Fristen gebunden. Aber das ging tatsächlich um eine inneramerikanische justizielle, juristische Diskussion. Die aber auch im Prozess geführt wurde. Ich hatte ja diese juristischen Scharmützel, habe ich es nicht abwertend genannt. Ja, da ging es genau um diese Frage, ist diese Ausweitung überhaupt legitim? Und da wird darauf Bezug genommen, ja. Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts, wenn man so will, ja, die dann da erstmals angewendet wurde oder versucht anzuwenden, ja. Ich habe auch noch eine Frage. Die Vorträge haben mir sehr gefallen, aber diese Frage beschäftigt mich ständig, wenn ich mit dem KZ und mit Holocaust beschäftige. Und die Frage ist, ob die Antwort, warum die Nazis in so große Masse das gemacht haben, nur die Milgram-Experiment oder gibt es eine andere Antwort, warum Sie so benommen haben? Ich glaube, diese Warum-Frage ist es ja eigentlich, die Warum-Frage. Ich glaube, die wurde in diesem Ausmaß, zumindest in diesem Prozess, eigentlich gar nicht gestellt. Das ist ja eigentlich diese übergreifende Frage, die alles übergeht, über allem steht, mehr oder weniger, die wurde meines Erachtens so gar nicht gefragt. Man hat dann eher kleinteilig gefragt, juristisch kleinteilig gefragt, aber diese Frage, die ja durchaus legitim ist und die sich ja bis heute stellt, spielt ja eigentlich, die lässt sich ja nicht in so ein juristisches Kleid irgendwie reinpassen. Das ist halt keine juristische Fragestellung, ja, sage ich jetzt mal. Es geht da eher um Motive, konkrete Motive von Einzelnen. Aber warum diese Verbrechen, wenn man so will, meines Erachtens wurde die so nicht thematisiert. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen oder dir untergekommen ist. Das ist ja sozusagen aus der Anklagevertretung heraus, wenn man sagt, es geht darum, das Konzentrationslager als ein kriminelles Unternehmen darzustellen. Und dann muss den Angeklagten nachgewiesen werden, dass sie wissentlich aktiv, willentlich an diesem System sich beteiligt haben. Also es geht eigentlich nicht darum, nach Motiven zu fragen, sondern tatsächlich diesen Nachweis zu führen. Was wussten Sie?
unter welchen Bedingungen haben Sie sich beteiligt an den Verbrechen? Also diese übergeordnete Frage, die sich uns heute natürlich stellt, wurde zumindest so von den Gerichten so nicht angegangen. Also genau das wollte ich auch sagen. Motive spielten auch meines Wissensstandes über die Quellen tatsächlich nicht die prägende Rolle, sondern tatsächlich die Taten und auch die Frage sozusagen, wie wurde es durchgeführt, wie funktionierte das System sozusagen. Also ich glaube, das sind die entscheidenderen Fragen, die auch juristisch sozusagen bearbeitet werden konnten, als das Warum eigentlich die Frage gestellt wurde. Also eher ein Wie, würde ich tatsächlich sagen, ist das, was prägend ist für die Prozesse oder für den Prozess im Buch. Dann gibt es keine neue Quelle. Dann bleibt die Antwort immer noch im Experiment. Das kann man vielleicht so in der Verkürzung nicht sagen. Es hat sich die Täterforschung jetzt seit den 90er Jahren eigentlich deutlich weiterentwickelt. Ja, es ist nur jetzt, das wäre nochmal wieder ein abendfüllender Vortrag, wenn wir das jetzt versuchen würden, noch aufzurollen. Aber ja, die Milgram-Experimente haben sicherlich eine ganze Zeit die Diskussion bestimmt. Aber da gibt es jetzt schon 30 Jahre nochmal wieder weitere Forschung dazu. Da können wir vielleicht dann noch an einem anderen Abend in diesem Kontext drauf eingehen, aber heute werden wir es, glaube ich, nicht mehr schaffen. Da müssten wir deutlich verlängern, ja. Also es wurde schon fast beantwortet, aber trotzdem nochmal daran anschließend, kann man somit sagen, dass irgendwie die Tatsache, dass es eben eine Ideologie war, die Beteiligten angehangen sind, dass das irgendwie strafmildernd beurteilt wurde, das war definitiv nicht der Fall, oder? Nein, also oder besser gesagt, man kann es ja nicht sagen, weil die Urteilsbegründungen ja nicht da sind sozusagen, aber die Ideologie als solche, spielte jetzt meines Erachtens tatsächlich nicht diese Rolle oder meines Stands aus den Quellen nicht die Rolle tatsächlich. Also was Sie ja schon erwähnt haben, dass das ja von der Verteidigung angeführt wurde, teilweise, dass die Verhältnisse eben schon so waren und der Einzelne da nichts mehr verändern konnte. Aber das war dann eigentlich nur die Verteidigungsstrategie. Genau, genau. Also die Anklage geht ja, also jetzt mal im Dora-Prozess ganz klar sozusagen, also Berman ist da tatsächlich auch sehr vehement, auch in seinen Aussagen, auch in seinen, wie er auch mit den sozusagen mit diesen Selbstentschuldigungen der Angeklagten noch umgeht, wirklich sehr präzise und geht da auch tatsächlich rein, immer wieder auch das zurückzunehmen sozusagen, auch immer wieder darauf einzugehen, man hatte diese Funktion in diesem Lager, man hat beigetragen dazu, dass das funktionierte. Er macht das sowohl in seinem Eingangsplädoyer als auch dann nochmal noch viel stärker im Schlussplädoyer auf, wie alles sozusagen zusammenfügte, also wie ein Georg Rickhey in dieses System reinfügte, wie ein Heinrich Schmidt sich reinfügte in dieses System und das alles quasi unterstützte und an allem teil hatte sozusagen. Und das ist ja auch nochmal dieses Zitat, was ich gebracht hatte, dass er ganz explizit halt auch sagte, jeder, der davon gewusst hat, hat sich mit schuldig gemacht, indem er nichts getan hat. Also das ist ja gerade, wenn wir nochmal zu diesem Heinrich Schmidt, dem Arzt sozusagen zurückkommen, ja genau der Punkt. Er kann sich zwar hinstellen und sagen, ich konnte ja jetzt gar nichts mehr machen, aber Berman als Ankläger geht da tatsächlich rein und sagt, nein, das ist so nicht akzeptabel und das ist auch keine Entschuldigungsstrategie tatsächlich auch. Und jetzt noch eine kleine Verständnisfrage. Sie haben erwähnt, dass es keine Urteilsbegründungen gibt. Heißt das, dass die nicht dokumentiert sind oder dass die auch mündlich nicht ausgesprochen wurden? Es gab sie tatsächlich nicht. Also es wurde in meinem Fall am 24. Dezember wurde gesagt, schuldig oder nicht schuldig. Und wenige Tage später, am 30. Dezember, wurde dann das Strafmaß verkündet. Aber tatsächlich war da keine Begründung dazwischen. Also dies, nicht, dass die nicht dokumentiert wurde, sondern sie war nicht vorgesehen. Genau, laut Verfahrensrecht dieses Militärstrafprozesses einfach nicht vorgesehen, ja. Genau,
Genau, ich habe vielleicht nochmal drei Fragen. Ganz kurz, zwei zum Prozessakten erhalten. Kannst du das Mikro noch nehmen? Ich hätte noch kurz drei Fragen. Zum einen, also erstens, sind die Prozessakten noch erhalten geblieben? Zweite Frage, also Konrad Morgen spielt dann ja später im Auschwitz-Prozess auch eine große Rolle. Und mir ist halt aufgefallen, dass in letzter Zeit die Juristen sehr stark auch in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten sind. Hans Hofmeier in Auschwitz zum Beispiel, beim Auschwitz-Prozess. Ne? Können Sie dazu vielleicht noch was sagen? Und die dritte Frage, also werden diese Vorträge publiziert? Erste Frage, ja, ist alles überliefert. Und der Unterschied, der positive Unterschied für uns Historikerinnen ist ja, dass das ganze Prozesstranskript wirklich vorhanden ist. Also anders als in deutschen Verfahren, wo sowas ja nicht mehr Usus ist, dass es wirklich mitgeschrieben wird, haben wir ja wirklich Tausende von Seiten. Ich glaube, bei Dora-Prozessen 7.000 Seiten, bei Buchenwald waren es ungefähr 6.000 Seiten. Und auch alle vorbereitenden Materialien, und alle die ganzen Gnadensachen, diese Amnestieregelung, das ist alles sehr gut dokumentiert, liegt alles in Washington heute. Ja, die zweite Frage zu Konrad Morgen. Ja, Konrad Morgen war eine Figur, eine sehr interessante Figur. Und nicht nur er hat Aufmerksamkeit gefunden in den letzten Jahren, das ist richtig, ja, das kann man konstatieren. Und überhaupt die Frage der Juristen, das war halt vor allem diese Forschung zur Moral. Welche Moral haben die verfolgt? Und das sind ja die Fragen, die in den letzten Jahren virulent wurden. Und Konrad Morgen, ja, also man müsste vor allem die Frage stellen, wieso sind denn diese Juristen nicht auch wirklich selbst belangt worden? Also Konrad Morgen, selbst SS-Richter, und er hat sich halt rausgeredet, muss man wirklich sagen. Er hat sich ja inszeniert. Ich bin der, der eigentlich gegen die bösen KZ-Schergen vorgegangen ist. Ich habe ermittelt, aber er stand ideologisch total auf dem Boden des NS. Das sieht man ja auch an diesen zynischen Bemerkungen zu der Ermordung der Kriegsgefangenen. Warum das keine Konsequenzen zeitigte, ist eigentlich eine interessante Frage. Ne? Ansonsten kann man nur sagen, ja, sie stehen momentan größer im Fokus, und das ist auch richtig und wichtig, mehr mal darauf zu schauen, weil das sind sehr ambivalente Figuren. Die ganze Ambivalenz dieser Richterschaft lässt sich da ganz greifen, ne? Und man sollte stärker auf sie schauen. Ja. Morgen ist es Gott sei Dank geschehen in den letzten Jahren, und es gibt, wie Sie sagten, noch andere Akteure, die es wert sind, mal genauer angeschaut zu werden, weil man vieles lernen kann über Denkweisen, über Prägungen und eben die Ambivalenz greifen kann. Und zu der letzten Frage, Thunfeld. Das war schon mal ein schönes Schlusswort zum Morgen. Und die Vorträge sind live gestreamt worden. Der Livestream ist aber auch im Nachhinein noch einsehbar. Also insofern, es gibt eine virtuelle Veröffentlichung sozusagen. Und es gibt außer dem Livestream des Ereignisses heute Abend, das vielleicht noch zum Abschluss, es gibt auch eine Fortsetzung dieser Vortragsreihe. Also wir werden uns, wenn Sie mögen, ich bin auf jeden Fall wieder hier, auch die Kolleginnen und Kollegen der Gedenkstätte, die den Abend unterstützen. In 14 Tagen gibt es die nächste Vortragsrunde, und dann werden wir uns mit den Verbrechenskomplexen der sogenannten Flyer Cases, der Fliegerprozesse beschäftigen und mit dem Malmedy-Prozess. Also sind herzlich eingeladen, auch dann wieder zu uns zu kommen. Dann danke ich für den Besuch heute Abend. Ihnen nochmal vielen Dank für die beiden wirklich guten Vorträge. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal.